Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, liebe Gäste, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer 12. Sitzung der Enquete-Kommission hier im Sitzungssaal E200 im Paul-Löbe-Haus, zu unserer öffentlichen Anhörung, die heute den Titel trägt: Betriebliche und überbetriebliche Erfolgsmodelle. Ich darf vorab sagen, dass die Sitzung erneut aufgezeichnet wird und heute live im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Ab morgen können Sie den Mitschnitt dann auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Ich darf für heute einige Mitglieder der Kommission entschuldigen. Zunächst die Abgeordneten Katrin Staffler, Frau Kollegin Letzius, Frau Kollegin Höchst, Frau Walter-Rosenheimer und die Abgeordnete Müller-Gemmeke. Und auch einige Sachverständige mussten sich heute entschuldigen. Herr Buschfeld, Herr Seiler, Herr Crioli, Herr Giesek, Frau Greilich und Frau Kittel. Ich darf des Weiteren sagen, dass einige, sehr viele Mitglieder seit unserer letzten Sitzung im Juni auch Geburtstag hatten über die Sommerpause. Im Übrigen hoffe ich, dass Sie eine schöne Sommerzeit hatten, sich auch erholen konnten, etwas regenerieren konnten für diesen sicherlich sehr arbeitsintensiven Herbst jetzt hier im Deutschen Bundestag. Also, es hatten Geburtstag, ich lese jetzt einfach mal runter, seit dem 3. Juni der Kollege Dr. Sattelberger, Herr Abgeordnetenkollege Henke, Frau Kollegin Letzius, der Sachverständige Klöß, Frau Kollegin Kaczmarek, Herr Kollege Heilmann, Herr Kollege Ginger, der Sachverständige Seiler, Frau Professor Solka, der Abgeordnete Loos, der Sachverständige Dr. Derks, die Abgeordnete Kollegin Dr. Thiemann, der Abgeordnete Peterka, Sachverständige Professor Buschfeld und, muss ich schauen, ob sie da ist, sie ist nicht da, an ihrem Geburtstag, vielleicht kommt sie noch, war eigentlich angekündigt, die Sachverständige Elke Hanak. Ja, allen ein gemeinsames herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie konnten alle schön auch feiern jetzt in der Sommerzeit. Herr Dr. Kaufmann, darf ich an dieser Stelle kurz einmal intervenieren und natürlich einen ganz besonderen Geburtstag hier noch erwähnen. Wir gratulieren Ihnen recht herzlich. Sie haben am 21. August Ihren 50. Geburtstag, ich glaube, das darf man sagen, Ihren 50. Geburtstag gefeiert. Alles Gute und auf gute Zusammenarbeit weiterhin. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Fahimi, für die guten Wünsche. Und freue mich auch auf die weiter gute Zusammenarbeit hier in der Enquete-Kommission. Ja, dann würden wir zum Thema jetzt der öffentlichen Anhörung kommen. Wir haben im Vorfeld einige Fragen an die Sachverständigen, an die Gäste heute adressiert, die ich gleich auch namentlich begrüßen darf. Diese Fragen haben wir auch über die Drucksache im Internet veröffentlicht, Drucksache 19-2853. Uns interessiert heute eine ganze Reihe von Aspekten, die wir gerne mit Ihnen klären möchten. Zum Beispiel die Frage, wo funktioniert berufliche Bildung in Deutschland am besten, in welchen Branchen, bei welchen Betriebsgrößen, in welchen Regionen, bei welchen Kooperationen. Das ist so der erste Themenblock. Der zweite Themenblock ist die Frage, gibt es denn Leuchtturmunternehmen und Leuchtturmregionen? Was sind vor allem auch Erfolgsfaktoren für eine gute berufliche Bildung? Der dritte Block beschäftigt sich mit den Besonderheiten, mit den Herausforderungen für KMU bei der Digitalisierung, Infrastruktur, Mitarbeiter, Weiterbildung, dieser ganze Themenkomplex und auch mit der Rolle von Start-ups in Deutschland. Welche Geschäftsmodelle gibt es, welche Bildungsaktivitäten gibt es in diesem Bereich? Und der vierte Schwerpunkt, ein sehr wichtiges Thema, auch schon in den letzten Sitzungen, ist das Thema Berufsorientierung, Berufsvorbereitung. Und natürlich auch das ganze Thema der beruflichen Fortbildung. Das Thema Weiterbildung und Fortbildung gerät ja immer mehr auch in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Auch hier im Parlament gibt es hier erfolgreiche Praxisbeispiele. Diese Fragen und einige mehr, die von den Fraktionen erarbeitet wurden im Vorfeld, sind Ihnen zugegangen. Und Sie haben sich auch entsprechend vorbereitet. Und ich danke Ihnen schon vorab dafür, dass Sie Ihre Stellungnahmen und auch die Präsentationen, die wir gleich hier von Ihnen bekommen werden, im Vorfeld schon an uns übermittelt haben, sodass wir die Dokumente ebenfalls als Kommissionsdrucksachen bereits im Internet abrufbar gemacht haben und auch die Kolleginnen und Kollegen, die Sachverständigen, entsprechend vorbereitet sind. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute drei externe Sachverständige, drei Gäste hier begrüßen dürfen in unserer Runde. Das ist zum einen Herr
Günther Hofmann von der Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH in Lichtenfels in Bayern. Herr Hofmann ist der langjährige Inhaber des 1958 gegründeten fränkischen Familienunternehmens. Sie wurden 2017 mit dem Heribert-Späth-Preis für besondere Ausbildungsleistungen im Handwerk ausgezeichnet. Ihre Firma beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Sie haben, wenn ich das richtig weiß, knapp 50 Auszubildende. Jedes Jahr absolvieren ca. 50 Schülerinnen und Schüler auch ein Betriebspraktikum bei Ihnen. Sie bieten Tag der offenen Tür in Ihrer Lehrwerkstatt an. Also auch das schon sehr gute Beispiele. Es gibt ein umfangreiches Weiterbildungskonzept, Mentoren- und Nachhilfeprogramme und auch enge Kooperationen mit Berufsschulen in der Umgebung. Dazu werden Sie sicherlich einiges ausführen. Ganz herzlich willkommen, Herr Hofmann, hier in unserem Kreis. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen Herr Oliver Maaßen von der Firma Maschinenbau Trumpf GmbH und Co. KG von der Trumpf-Gruppe. Herr Maaßen, Sie sind Diplom-Betriebswirt und seit 2017 Leiter von Human Resources des Maschinenbauers Trumpf. Ihre Gruppe mit Hauptsitz im baden-württembergischen Ditzingen, gleich bei mir um die Ecke sozusagen, beschäftigt als Hochtechnologieunternehmen weltweit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben, wenn ich das, ich kann schauen, wo mein Zettel ist. Sie setzen auf digitale Lernformen. Ihre Auszubildenden sind weltweit im Einsatz. Wenn ich es richtig weiß, haben Sie ca. 400 Auszubildende gerade weltweit und davon am Standort Ditzingen ungefähr 200. Herzlich willkommen, Herr Maaßen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Und schließlich begrüßen wir Herrn Steffen Starke, den Geschäftsführer der Bildungs- und Beteiligungs GmbH, der BAL, in Leuna, Sachsen-Anhalt. Sie sind Diplom-Ingenieur und seit 11 Jahren Geschäftsführer der Bildungsakademie. Die Bildungsakademie ist 1993 als Aus- und Weiterbildungsträger in der Saale-Region aktiv. Sie bieten ein breites Portfolio, praxisorientierte Berufsorientierung, Unternehmensberatung bei der Personalgewinnung, betriebliche Erstausbildung mit Partnerunternehmen, unternehmensbezogene Qualifizierung von Arbeitssuchenden, Training von Beschäftigten in Firmenschulungen, berufsbegleitende Qualifizierung und Meisterfortbildung. Und für die Aus- und Weiterbildung stehen dafür 54 sogenannte Spezialkabinette, Unterrichtsräume, Labore und so weiter zur Verfügung. Bei Ihnen beginnen pro Jahr ca. 100 junge Menschen eine Ausbildung und ca. 100 weitere Erwachsene nehmen an anderen Formen der Weiterbildung teil. Sie gelten mit Ihrer Bildungsakademie als wichtiger Partner für die Unternehmen und Bedarfsträger in der Region. Ganz herzlich willkommen, Herr Starke. Ja, wir haben heute nach den Vorträgen, die wir gerade hören, gleich hören werden, folgendes Vorgehen abgesprochen mit den Obleuten und wollen damit etwas abweichen vom bisher üblichen Ablauf unserer Anhörungen. Wir werden zunächst einmal Ihre jeweilig 10-minütigen Impulsvorträge hören. Dieser Block ist also dann auf 30 Minuten sozusagen angesetzt. Und anschließend wollen wir dann abweichen von der bisher üblichen Fragerunde, die Möglichkeit geben, dass jede Fraktion einen eigenständigen 10-minütigen Fragezeitrahmen eingeräumt bekommt, den sie dann nach eigenem Ermessen gestalten kann. Das heißt für entsprechende Eingangsfragen und auch entsprechende Nachfragen. Damit haben Sie die Chance, eben auch Nachfragen zu den einzelnen Inputs unmittelbar mit den entsprechenden Experten zu klären. Wie Sie diese 10 Minuten dann entsprechend ausschöpfen, überlasse ich Ihnen. In einer zweiten, kürzeren Runde können dann das Gehörte, auch die Statements zwischendurch und der Antworten und so weiter nochmal aufgearbeitet werden. Dann soll jeder Fraktion ein Zeitrahmen von 5 Minuten eingeräumt werden, sodass dann für diese zweite Runde insgesamt 30 Minuten zur Verfügung stehen. Also 30 Minuten Eingangsstatements, dann 6 mal 10 Minuten für den ersten Frageblock je Fraktion und dann nochmal 30 Minuten, 6 mal 5 Minuten je Fraktion für eine Nachfragerunde. Wir wollen damit erreichen, dass es etwas einen lebendigeren Dialog gibt zwischen den Fragestellern, also den Sachverständigen, den Abgeordneten und den Gästen und wollen jetzt einfach auch mal schauen, wie das heute funktioniert. Ich nehme ja dann das Recht heraus, natürlich auch auf die Einhaltung der Zeit zu achten und gebe Ihnen dann entsprechende Hinweise, wenn das Zeitkontingent erschöpft wird. Ja, darf ich zunächst fragen, ob alle mit dem von den Obleuten abgesprochenen Vorgehen so einverstanden sind?
sehe keinen Widerspruch, dann würden wir das heute so probieren. Ja, dann würden wir jetzt unmittelbar nacheinander die drei Impulsvorträge unserer Gäste hören. Zunächst Herr Hoffmann, dann Herr Maaßen und dann last but not least Sie, Herr Starke. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Die nimmt mir schon meine erste Seite halb weg. Ich hoffe, wir haben heute einen regen Austausch und ich kann ein bisschen was dazu beitragen, um die berufliche Bildung in Zukunft zu verbessern. Ganz kurz, Ihr Impulsgeber auf einen Blick, also unsere Firma heißt Impulsgeber, das ist nicht wegen dem Impulsvortrag jetzt, sondern wir haben uns Impulsgeber einfach genannt, weil wir unseren Kunden viel Impulse geben wollen. Gut, wir sind 1958 gegründet und arbeiten im Werkzeug- und Maschinenbau, haben so 56 Millionen Umsatz, ca. 400 Mitarbeiter. Der Firmensitz ist im ländlichen Lichtenfels, gleich neben Klosterbanz. Ja, und unsere Kunden sind schon nicht nur in Deutschland, sondern in mehr als 25 Ländern. Und wir betreiben intensive Forschungsarbeit für uns, aber auch im Auftrag von unseren Kunden und machen komplett Projekte im Werkzeug- und Maschinenbau. Sind familiengeführt in der dritten Generation. Sie sehen ganz links oben den Vater und den Sohn, der jetzt im Moment den Betrieb führt. Wir haben 55 Auszubildende in 4 Ausbildungsberufen und auch 3 Studiengängen. Also wir bilden auch duales Studium aus. Und wir werden öfters für unsere Ausbildung ausgezeichnet, was uns natürlich motiviert, immer besser zu werden. Wir haben ein hochmodernes Ausbildungszentrum und wir bekommen eigentlich in unserem ländlichen Raum noch genügend auszubilden, mit Anstrengung natürlich. Aber auch wir haben Probleme. Wenn Sie hier unsere Balken sehen, das ist eine interne Statistik, also wenn Sie hier den ersten grünen Balken, das sind die Auszubildenden, die in diesem Lehrjahr eingestellt wurden, und der letzte Balken, der kleine blaue Balken, das sind die, die dann als Facharbeiter übrig bleiben, dann sehen Sie das oft, nur ein Facharbeiter im Jahr übrig bleibt, obwohl alle anderen gehen einfach in die Schule, machen Lehre, machen Studium oder Techniker und stehen dann als Facharbeiter nicht mehr zur Verfügung. Wenn Sie dann nur einen Facharbeiter von 9 zurückbekommen, dann ist es natürlich für den ein oder anderen Betrieb fraglich, ob er in der Zukunft noch ausbildet. Wir haben das Glück, dass wir die Ingenieure und Techniker meistens weiter beschäftigen können. Insofern geht es uns noch gut. Aber das ist natürlich für manche demotivierend. Früher war das ganz anders. Früher musste man die Facharbeiter einfach zur Weiterbildung treiben. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. Ja, aber kommen wir zu den betrieblichen Erfolgsmodellen, weswegen wir eigentlich noch genügend Auszubildende kriegen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass Sie ein modernes, gut ausgestattetes Ausbildungszentrum einfach haben, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung bieten zu können. Weil es spricht sich natürlich rum und die Jungs und Mädchen unterhalten sich auch. Und wenn die Qualität gut ist, dann macht er auch die Ausbildung dann. Natürlich gehören auch die Ausbilder dazu, die müssen gut ausgebildet sein und motiviert sein. Aber wenn Sie gute Maschinen und gute Anlagen haben, dann finden Sie die viel leichter. Wichtig ist es auch, und das machen wir ganz explizit in unserem Ausbildungszentrum, auch neue Technologien, wie hier zum Beispiel 3D-Druck zu lehren. Also wir haben in unserem Ausbildungszentrum mehrere 3D-Drucker, wo die Jungs und Mädchen dann ihre eigenen Projekte oder einfach Teile für sich fertigen können. Und Sie können sich vorstellen, wenn einer am Wochenende auf der selbstgedruckten 3D-gedruckten E-Gitarre auf der Bühne steht, spricht er natürlich nicht negativ über seinen Betrieb. Und das ist das Allerwichtigste, die Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Jugendlichen, das ist das Allerwichtigste, das ist unsere größte Werbung. Natürlich machen wir noch andere Werbung, wir gehen in Social Medias, also Facebook und alles, was es so gibt, aber auch ganz einfache Reklame, wie hier, auch immer Plakat, auf dem Schulweg kann Interesse fördern. Und wir können natürlich nur Leute begeistern, die auch immer zu uns kommen und sich das bei uns anschauen. Das machen wir ganz intensiv. Also bei uns gibt es
alles Mögliche, Tag der offenen Tür in der Ausbildungswerkstatt, auch Nacht der offenen Tür, gibt es auch. Und wir gehen natürlich auf die Jungs zu, wir machen Messen, wir machen Schulbesuche, wir sponsern auch das eine oder andere. Was ganz interessant und sich ganz gut bewährt hat, sind Ausbildungsmessen. Auf Ausbildungsmessen können unsere Auszubildenden direkt die anderen Auszubildenden werben, sie lernen sich zu präsentieren und es kommt authentisch rüber. Interessant muss man natürlich die Ausbildung trotzdem machen, also auch wenn wir jetzt keine so großen Auslandsniederlassungen haben wie Trumpf mit dem Erasmus Plus Programm, das ist zum Beispiel von Heuer, Bilder aus Malta, da haben die in dem Fall nur Jungs Englischkurs gemacht und ja, bei verschiedenen Betrieben waren die halt noch einmal halbtags tätig. Hat sich gut bewährt. Was ganz wichtig ist, sind Netzwerke. Klar, nur aus Netzwerken und Kooperationen können wir neue Impulse erarbeiten. Wir machen da sehr viel mit der Werkzeugbauakademie in Aachen. Kunststoffnetzwerk in Franken ist ein sehr gutes Netzwerk, wo es auch Arbeitskreise für Ausbildung und Schulungen gibt. Es gibt Kooperationen mit anderen Betrieben, wo Lehrlinge ausgetauscht werden. Und wir machen natürlich auch mit allen möglichen Hochschulen Zusammenarbeit. Aber auch für uns ist die digitale Zukunftstechnologie eine Herausforderung. Und deswegen haben wir uns entschlossen, in Lichtenfels ein neues Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien zu fördern. Das ist eine Initiative aus Politik, Hochschule und Unternehmen. Und wir möchten hier angewandte Forschung vor allen Dingen im Bereich 3D-Druck für regionale Unternehmen machen. Wir möchten Anwendungsberatung machen, Wissenstransfer, aber auch Aus- und Weiterbildung von Facharbeitern, Ingenieuren, aber auch von Auszubildenden und auch von Schülern. Weil wir denken, dass wir die digitalen Fertigungstechnologie auch für kleine und mittlere Betriebe zugänglich machen müssen. Ja, jetzt bin ich schon ziemlich am Ende. Ich denke, bei der Zusammenfassung, das alles nochmal vorzulesen, kann ich mir sparen. Ich möchte nur bei den Handlungsempfehlungen auf eines eingehen. Und zwar ist das der Ausbau der beruflichen Orientierung an Schulen. Wir haben einfach die besten Erfahrungen gemacht. Wir machen einwöchige Praktikums mit Mittel- und Realschülern. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation. Der zukünftige Auszubildende, der bei uns Praktikum macht, der lernt kennen, ob er für den Beruf überhaupt geeignet ist. Er merkt, wenn er mit dem anderen Praktikanten dann zusammenarbeitet, ob er sich da leicht tut oder eben nicht. Und der Ausbilder merkt das natürlich erst recht, wenn er eine Woche mit dem zusammenarbeitet. Dann ist es eine Win-Win-Situation. Der Junge oder das Mädchen weiß dann entweder, es ist was für mich oder es ist nichts für mich. Also sowas vielleicht verpflichtend einzuführen für alle Schüler, auch für Gymnasiasten, in dem Fall vielleicht für Studien auch. Da ist es natürlich das Gleiche. Das denke ich, das wäre mein Hauptanliegen heute. Ja, und damit bin ich schon fertig und übergebe an Herrn Maas. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hofmann. Dann bitte gleich direkt Herr Maas. Mache ich sehr gerne. Die Präsentation. Guten Morgen zusammen. Ich fange schon mal an. Die Präsentation kommt nach. Das, was Herr Hofmann gerade erzählt hat, können Sie jetzt ein ganzes Stück skalieren. Ein Unternehmen, das sich auch im Werkzeugmaschinenbau beschäftigt, Weltmarktführer im Werkzeugmaschinenbau in der Lasertechnik ist mit 14.000 Mitarbeitern, hat ganz ähnliche Herausforderungen, wie Herr Hofmann sie gerade beschrieben hat, geht damit auch relativ ähnlich um und doch an einigen ganz gravierenden Punkten anders. Und insofern werde ich versuchen, auch diese Punkte mal deutlich zu machen. Nicht mit einer Unternehmenspräsentation, sondern ganz kurz mit der Strategie von Trumpf beginnend, die sich in vier Handlungsfeldern erstreckt und wesentlich aussagt, was wir eigentlich auch in der Aus- und Weiterbildung zu leisten haben. Das sehen Sie im oberen Teil dieses Slides. Durchgängig internationalisieren, ein schwäbisches Familienunternehmen mit 14.000 Mitarbeitern, von denen die Hälfte nicht in Deutschland arbeitet.
hat natürlich eine andere Grundstruktur und ein anderes Internationalisierungsbedürfnis. Das fängt damit an, dass wir beispielsweise Englisch zur Unternehmenssprache machen müssen. Und das ist in Schwaben bis in die Produktion hinein schon eine große Herausforderung. Wachstumspotenziale ausschöpfen steht für die Frage nach Märkten, aber auch nach Industrien, in denen wir tätig sein wollen. Das ganz große Handlungsfeld, das die letzten beiden Geschäftsjahre bei uns beherrscht und auch weiter in die Zukunft geht, ist das Thema Digitalisierung. Wir haben in diesem Jahr 1.500 Führungskräfte geschult in jeweils zweitägigen Workshops, um die digitale Transformation in ihren jeweiligen Einheiten als Leuchttürme leben zu können. Und was dabei sehr spannend ist, wir können gerne in der Diskussion darauf später noch mal eingehen, ist, dass es sich nicht zu einem Technik-Digitalisierungsseminar entwickelt hat, sondern sehr schnell über Führung in neuer Welt, über die Frage von, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich. Und diese Diskussion hat auch schon im Vorfeld dazu geführt, dass wir uns beispielsweise in der Berufsausbildung entschieden haben, einen digitalen Ausbilder zu beschäftigen. Also ich setze sehr stark in dem Digitalisierungsfeld jetzt darauf, dass wir unten beginnen. Und so hat einer unserer Ausbilder, selber IT-Informatiker, die Aufgabe übernommen, als Ausbilder Industrie 4.0 die Geschicke unserer Aus- und Fortbildung im Bereich der Digitalisierung zu lenken. Und das ist vielleicht dann ein bisschen das vierte Handlungsfeld, selbstdisruptiv sein. Wir sind, glaube ich, nur dadurch zum Weltmarktführer geworden, dass wir uns immer wieder hinterfragt haben und immer wieder uns selber aufgefressen haben. Und auch das ist ein Thema, was wir versuchen, in unserer Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, aber auch schon bei den jungen Menschen entsprechend ins Leben zu bringen. Wenn, jetzt kommen wir nicht auf die nächste Seite, können Sie mir von da aus helfen? Natürlich ist die große Herausforderung in diesen Märkten, Herr Hofmann hat es beschrieben, überhaupt noch die jungen Leute zu erreichen. Und im Grunde genommen mit einem leichten Schmunzeln müssten wir wahrscheinlich alle in den Kindergärten anfangen, um über auch dann frühkindliche Erziehung, dazu komme ich gleich noch mal in einem Nebensatz, frühzeitig und rechtzeitig junge Leute für Technik zu begeistern. Und lassen Sie mich in Klammern sagen, insbesondere Mädchen für Technik zu begeistern. Wir haben immer noch nur, wobei wir darauf schon relativ stolz sind, 25% Anteil bei unseren Auszubildenden und jungen Nachwuchskräften, die weiblichen Geschlecht sind. Das ist im Branchendurchschnitt sicherlich okay und herausragend. Wir haben eine weibliche Chefin, das hilft in so einem Kontext natürlich auch in einem Familienunternehmen. Ein spannendes Thema, Techniktage für Mitarbeiter, Kinder, vielleicht typisch für ein Familienunternehmen, dass es versucht, auch über Generationen Mitarbeiter im Unternehmen zu haben. Sie werden fast täglich Kinder auf dem Campus sehen. Wir haben gerade eine eigene Kita gebaut, die 150 Trumpf-Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, dort ihre Kinder auf dem Firmengelände zu haben, dort auch arbeiten zu können in so kombinierten Räumen aus Arbeiten und Kinderbetreuung. Heute Digitalisierung ohne Hackathons, habe ich das Gefühl, geht langsam gar nichts mehr. Auch wir machen das. Wir machen das für Schüler, für Studierende auf dem Firmengelände. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch mal Ärger mit dem Betriebsrat, weil man macht das ja dann nicht tagsüber, sondern lässt die auch nachts durcharbeiten, was dann bei Schülern schon wieder ein paar Sonderschwierigkeiten bringt, aber extrem Spaß gemacht hat und ein ganz großer Erfolg war. Girls Day, einer der Themenbereiche, wo wir versuchen, auch gerade junge Mädchen zu adressieren und für Technik zu begeistern. Mitmachen Ehrensache ist ein Format, in dem wir tatsächlich schon sehr früh, nämlich in die Grundschule gehen und Kinder einladen, mal einen Tag zu arbeiten, also zu erleben, was es heißt und nicht für Mitarbeiterkinder, sondern für Schulen, mit denen wir da kooperieren. Und ein Thema, auf das ich besonders hinweisen möchte, weil Sie ja auch sehr gezielt nach Kooperationen gefragt haben, ist das Thema der Wissensfabrik. Ich halte das für ein Format, das in geradezu idealtypischer Weise die Themen vernetzt Schule zusammenbringt mit Wissenschaft, mit dem Thema der Unternehmen, insbesondere dadurch, dass wir hier sehr, sehr stark mit Mitarbeitern aus dem Unternehmen in die Schulen gehen, berichten, was macht Technik, wie funktioniert sie und darüber eine starke Vernetzung hinbekommen in den Stakeholdern für Bildung. So, das nützt natürlich nichts, wenn Sie dann nicht an die jungen Leute rankommen. Deshalb im nächsten Schritt die Frage von Rekrutierung oder Employer Branding, Mitarbeiter anzuwerben.
Hochspannend bis heute ist die Stellenanzeige, die Printstellenanzeige, also dieses lang totgesagte Medium, immer noch unser erfolgreichster Kanal, junge Leute zu rekrutieren. Alles andere kommt weit danach. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich wollte schon vor 10 Jahren keine Printanzeigen mehr schalten. Aber nach wie vor kommen dadurch die meisten Leute zu uns. Die anderen Themen, sehr viel mehr Social Media, wobei das insbesondere dann im Hochschulbereich eine große Rolle spielt, weniger bei den Auszubildenden, obwohl wir auch dort mittlerweile selbst Instagram-Profile haben und Ähnliches. Mir hat mein Mentor, wir machen so ein Cross-Mentoring. Ich habe einen 20-jährigen Mentor, der mir die Themen der Digitalisierung beibringt. Der hat mir gesagt, Facebook braucht ihr überhaupt nicht zu machen. Das ist was, was in der Generation meiner Großeltern eine Rolle spielt, aber doch nicht bei uns. Wir machen es trotzdem, aber ich gebe zu, es stimmt. Wir kriegen sehr, sehr wenig Eingangskanal über Facebook. Ein Thema, das auch eine große Rolle spielt, ist das Thema Referral. Referral steht für Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Also dieses Thema, das wir über die Familientage schon machen, sehr stark zu versuchen, eben eine Empfehlung aus dem Kreis unserer Mitarbeiter im Bereich junger Leute. Es zieht sich aber bis in Führungskräftepositionen durch. Wir monetarisieren das mittlerweile auch, habe mich da lang gegen gesträubt, aber es ist einfach auch für einen Produktioner toll, wenn er seinen Kumpel empfehlen kann und kriegt dafür hinterher 1.000 Euro. Und das ist allemal billiger, als eine Stellenanzeige zu schalten. Können wir auch gern drüber diskutieren. Dann Karrieretage, wie der Karrieretag Familienunternehmen, also alle Möglichkeiten, die es gibt, um junge Leute anzusprechen und für das Unternehmen zu begeistern. Das hilft natürlich auch dann wieder alles nichts, wenn Sie dann nicht entsprechende Programme zur Erst- und Weiterqualifizierung anbieten. Wir haben es gehört am Anfang, Herr Kaufmann hat es erwähnt, wir haben rund 400 Auszubildende, die Hälfte davon bei uns in der Zentrale am Standort Ditzingen, in 9 Studiengängen und 9 Ausbildungsberufen. 8, um genau zu sein, weil wir ein Berufsbild dieses Jahr nicht mehr ausbilden. Und das zeigt auch ungefähr das Verhältnis. Wir erleben, dass sehr stark in den letzten Jahren der Drang ins Studium geht, dass wir deswegen eben sehr stark die Dual-Studierendenzahlen auch erhöht haben, dass wir aber nach wie vor immer noch attraktiv sind im Bereich der Berufsausbildung, in den angestammten Berufsbildern, aber insbesondere in 9, die mit Digitalisierung zu tun haben. 2 der 9 Studiengänge sind reine Digitalisierungsstudiengänge, IT-Studiengänge, und in den Berufsausbildungen haben wir überall jetzt einen Digitalisierungspart über diesen Ausbilderindustrie 4.0 mit eingebaut. Leider, und das sehen Sie nachher bei meinen Thesen, ohne den Erfolg, dass wir das auch in den entsprechenden Curricula der Lehrinhalte umgesetzt haben. Also in der Berufsschule ist das Thema Digitalisierung aus unserer Wahrnehmung nach wie vor Fehlanzeige. Wir machen eine ganze Menge im Thema Weiterqualifizierung für die jungen Leute. Das Thema mit Trumpf dann ins Studium zu gehen, ist ein Thema, wenn Sie nicht eh schon dual studiert haben, dann nach dem Bachelor mit der Firma ein Masterstudium aufzunehmen, ist ein Thema, das extremen Zuspruch erfährt, hat uns sehr geholfen, deutlich weniger ausgelernte Auszubildende und DHBW-Studenten an den Markt zu verlieren, wirkt als Bindungsinstrument sehr, sehr stark. So, dann möchte ich abschließen mit den Thesen, die zugegeben ein bisschen scharf vielleicht in der Formulierung sind. Wir haben das Gefühl, dass die Unternehmen, dass wir als Unternehmen immer mehr zum Reparaturbetrieb von Elternhaus, Schule und Hochschule werden. Wir haben in diesem Jahr eine Zusatzwoche einschieben müssen für unsere Auszubildenden, um sie mit den Grundlagen guten Benehmens vertraut zu machen. Also so ein Stichwort Knicke-Workshops. Wir machen quasi Propädeutika für Kopfrechnen, Rechtschreibung etc., weil wir merken, dass die Schulabsolventen in vielen dieser, auch in unserem Unternehmen nach wie vor erforderlichen Kompetenzen einfach zu wenig mitbringen. Und das schmerzt natürlich, weil wir würden viel lieber anfangen, mit denen gleich an bestimmten Themen unserer Branche zu arbeiten und ihres Berufsfelds zu arbeiten. Wir glauben deshalb sehr stark daran, dass wir auch früher ansetzen müssen, dass wir als Unternehmen auch die Verpflichtung haben, das auch sehr stark tun. Jede Führungskraft bei uns hat den Auftrag, mindestens 2-mal im Jahr in eine Schule zu gehen, dort zu unterrichten oder eben das Thema Berufsorientierung in Form eines Workshops, eines Austausches mit den Schülern und auch den Lehrern entsprechend zu ermöglichen.
Wir wollen sehr stark das Thema Lehrer und Wirtschaft miteinander vernetzen. Ich selber bin in der Dieter-von-Holzbrink-Stiftung aktiv, die sehr stark das Thema Lehrer in die Unternehmen bringen. Gemerkt, irgendwie war es weg. Eine Gesamtschullehrerin bei mir, die jetzt 4 Monate die Personalarbeit bei Trumpf kennenlernt und die mir quasi jeden zweiten Tag bestätigt, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja schon ganz anders meine Schüler vorbereiten können auf das, was kommt. Ich glaube, das wird ein großes Feld sein, nach wie vor hier deutlich mehr sich zu vernetzen. Wir glauben, dass das duale Ausbildungssystem in der VUCA-Welt nur noch bedingt funktioniert. Wir sind sehr stark dafür, die Ausbildungsberufe zu modularisieren. Wir glauben, dass die Standard-3-jährige Ausbildung vielleicht auch im Anspruch der digitalen Transformation nicht mehr der richtige Weg ist und suchen da nach neuen Wegen, haben das Gefühl, mit Unternehmen dort sehr schnell in einem Konsens zu sein. Aber wenn es dann in Richtung der Bildungsträger geht und auch der Politik geht, tun wir uns zunehmend schwer. Das Thema mehr Unterricht verwenden auf das Thema Employability habe ich schon erwähnt, also Schüler vorzubereiten auf den Beruf. Ein kleiner Hinweis zum Chancenqualifizierungsgesetz. Wir sind selber gerade in der Situation, dass wir durch die Schwierigkeit, die wir im Moment im Markt sehen, Qualifizierung stärken wollen, weil wir Zeitpuffer haben, das heißt Mitarbeiter qualifizieren könnten und die Beschäftigung mit dem, was das Chancenqualifizierungsgesetz uns erlaubt und bietet oder verhindert und Aufwand betreibt, führt dazu, dass selbst jemand Hochkarätiges von der Bundesanstalt für Arbeit uns gesagt hat, don't do it. Ihr werdet nicht über die bürokratischen Hürden so hinwegkommen, dass ihr hier nennenswert für euch daraus einen Vorteil zieht. Und das hat mich sehr geschockt, weil wir eigentlich einen anderen Weg hier gehen wollten. Ja, und zum Schluss vielleicht noch den Hinweis auf das Thema KI an dieser Stelle. Wir würden uns sehr freuen als Unternehmen, das auch ganz bewusst in das Feld KI investiert, wenn wir den Rückfluss sehen würden aus dem, was die Bundesregierung an Mitteln freigegeben hat, in der direkten Kombination in Richtung Unternehmen. Da vermissen wir im Moment noch etwas. Soweit mal in aller Kürze und dann freue ich mich auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank, Herr Maaßen, für Ihren Impuls und abschließend bitte Herr Starke. Ja, recht vielen Dank. Unseren beiden Unternehmen und deren Bildungsdienstleistungen. Sie sehen diesen Campus bei uns in Leuna, Sachsen-Anhalt. Da kam das Eigentum 1 Interessengemeinschaft Bildung Leuna-Merseburg, schuldenfrei seit 2013. Das heißt, wir können ja schalten und walten, wie wir gerne unseren Unternehmen in welcher Form auch immer helfen möchten. Die Bildungsakademie Leuna ist gegründet 1993 mit den Geschäftsfeldern betriebliche Erstausbildung in über 20 anerkannten Ausbildungsberufen, IHK-Ausbildungsberufe. Die Berufsorientierung spielt eine riesengroße Rolle bei uns. Qualifizierungen, Umschulungen für Arbeitssuchende, die Meisterschule, einschließlich Ausbildereignung in den Bereichen Chemie und Elektrotechnik, Metall- und Lagerlogistik sowie die unternehmensspezifischen Firmenschulungen gehören zum Portfolio der Bildungsakademie Leuna. Zuzüglich die Qualifizierung von vietnamesischen Berufsschullehrern seit 28. Mai bis 17. Oktober konkret. Das heißt, unser Exportschlager duale Berufsausbildung sorgt dafür, dass die Regierung Vietnams beschlossen hat, unser duales Bildungssystem in das in Vietnam bestehende zu implementieren. Wir bilden im Moment vietnamesische Berufsschullehrer in den Ausbildungsberufen Industriemechaniker und Anlagenmechaniker aus, einschließlich der Ausbildereignung. Und ab 1.11. wird in Vietnam das Pilotprojekt offiziell eröffnet. Die IBLM als Gesellschafter von der BAL ist schon 1991 gegründet. Wir sehen also fast 30 Jahren entgegen. Mit dem riesengroßen Komplex Berufsorientierung,
dem Integrationszentrum in Weißenfels, mit dem Kinder- und Jugendhaus. In dem Kinder- und Jugendhaus befinden sich unbegleitete minderjährige Asylbewerber. Das heißt, das ist der Ausstellung in Weißenfels, auch Eigentum des Vereins, schuldenfrei. Mit der Maßgabe, dass die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber in die Berufsausbildung gehen. Das ist der lange Weg, den wir hier gewählt haben. Die Altersgruppe ist zwischen 12 und 18. Das funktioniert im Moment sehr gut. Wir bieten in Weißenfels das Jugend- und Freizeitzentrum an, die Schulsozialarbeit und natürlich ganzheitlich die berufliche Integration. Die außerbetriebliche Berufsausbildung und die Berufsvorbereitung über die öffentlichen Bedarfsträger, Agentur für Arbeit und Jobcenter, komme ich später darauf zu sprechen, sowie die schweizische Kursstätte ist ein großes Feld in unserem Verein. Davon partizipieren im Moment die Anlagenmechaniker der vietnamesischen Berufsschullehrer. Und wir haben zwei private Ersatzschulen, Fachschulen Technik, Chemie und Elektrotechnik. Die berufsorientierenden Maßnahmen zogen sich über Jahre hinweg in Instrumenten, die uns nicht befriedigen in der Langfristigkeit, in der Nachhaltigkeit, sodass wir seit 2017, jetzt quasi zwei Jahre, das Modell PINK durchführen. PINK heißt praxisnah, individuell, nachhaltig und konkret und lehnt sich logischerweise an dem Modell der ehemaligen Polytechnik an. Mit einem 40-tägigen Rhythmus und bieten, wie schon gerade gehört vom Herrn Maaßen, auch die Girls and Boys D-Maßnahmen an, sowie die Ausschreibungen über Bravo, Agentur für Arbeit. Wir bieten Tage der Berufe in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, ein Partnerunternehmen an, in dem Maß die Totalraffinerie, die ist wahrscheinlich jedem bekannt von ihm Haus, und Infraleuna. Das sind die Leuchttürme bei uns in der Region und Sachsen-Anhalt. Wir bieten gemeinsam mit diesen Unternehmen die Nacht der Ausbildung mit Partnerunternehmen für eine Berufsorientierung an und natürlich den Tag der offenen Tür. Zum Erfolgsmodell PINK ist zu erwähnen, dass wir uns um die Klassenstufen 8 und 9 der sekundären Gemeinschaftsschulen kümmern. Sind im Moment 6 Schulen vom Landkreis Saalekreis. 2 haben den Antrag gestellt, mit hinzuzukommen. Da haben wir 8. 16 Schulen sind im Landkreis Saalekreis. Also wir haben schon für unser Modell die Hälfte des Landkreises Saalekreis begeistern können. Und uns liegen im Moment auch die Anmeldungen von Gymnasien vor. Das heißt, das Modell, was nicht ganz neu ist, denn aus der ehemaligen Polytechnik stammt, ist bei uns ein sehr gefragtes Modell mit einer Nachfrage, die sich in einer Evaluation bestätigt sieht, wie ich später noch erläutern darf. Gruppenstärke maximal 12 Schüler in den Berufsfeldern, die Sie sehen. Chemie, Elektrotechnik, Metalltechnik, Lagerverkauf, Holztechnik, Hotel- und Gaststättegewerbe in der Klassenstufe 8. In der Klassenstufe 9 Vertiefung Chemie, Mechatronik, Elektrotechnik, Vertiefung Metalltechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Logistik, Spedition, Gesundheit und Soziales. Die Werkstätten in unseren Räumlichkeiten mit 7 Häusern, wir sind in der Lage, zielgruppenspezifisch zu arbeiten, geben es also her, sehr differenziert miteinander umzugehen. Wir haben den Rhythmus gefunden, im 14-tägigen Rhythmus A- und B-Woche zu arbeiten. Und das ist ein Modell, was vom Kultusministerium, Bildungsministerium Sachsen-Anhalt bestätigt wurde, dass dieser Tag also als Schultag gilt. Und das ist ein Moment, wo ich der Meinung bin, dieses Modell ist flächendeckend durchaus von Interesse und sollte auch so angeboten werden. Die Ergebnisse dieses Modells verweist auf die Ergebnisse, Erfahrung, Stärkenentwicklung im Auszug von einer Evaluation. 84% der Schülerinnen haben durch das Projekt mehr über ihre Stärkenfähigkeiten herausgefunden. 60% der Schülerinnen schätzen den berufspraktischen Unterricht als besonders hilfreich ein. 88% bewerten die pädagogischen Gespräche als wertvoll. 92% aller Schülerinnen bewerten ihre Chancen, nach der Schule einen passenden Ausbildungsplatz zu finden, mit sehr gut bzw. gut. Die Unternehmen profitieren nachweislich zunehmend von diesem Modell. Herr Dr. Kaufmann erwähnte vorhin, dass wir jährlich 100 Auszubildende aufnehmen in der Erstausbildung. Wir hatten am 19.08. 119 Auszubildende aufgenommen aus 53 Unternehmen.
beides Höchstzahlen der letzten 10 Jahre. Und die Ergebnisse sprachen dafür, dass bereits 20 aus dem PINK-Modell, aus der Berufsorientierung, in den 119 zu erwähnen sind. Das ist für uns ein Erfolg nach 2 Jahren, dass wir sagen können, dieses Modell ist tatsächlich für unsere Unternehmen in der Region die Maßgabe. Die Unternehmen profitieren nachweislich von diesem Modell, aber es ist nicht auskömmlich finanziert, stiftungs- und ESF gefördert mit momentan unzureichenden Beteiligungen durch das Ministerium Bildung. Sie schmunzeln. Und im Landkreis Saale-Kreis. Nein, ich sah hinten in der letzten Reihe, dass da schon geschmunzelt wurde, weil bei der Berufsorientierung... Vorsicht, manche sind einfach auch nur so fröhlich. Ganz eindeutig in der Berufsorientierung das Geld eine untergeordnete Rolle spielt. Wir sprechen alle von der Berufsorientierung. Die Berufsorientierung soll nachhaltig sein, soll qualitativ gut sein und soll langfristig sein. Die ist auch mit Geld verbunden. Und daher meine riesengroße Bitte, wer an der Berufsorientierung, an diesem Modell Interesse hat, der sollte sich gemeinsam damit einsetzen, dafür einsetzen, dass auch eine Kostendeckung von Verein, mindestens eine Kostendeckung, erreicht wird. Im Moment sind wir nicht in dem Fahrwasser, wo wir sein wollen. Aber nach 2 Jahren lässt sich unweigerlich ableiten, dass dieses Modell den Unternehmen hilft in der Berufsorientierung. Ich habe die Zahlen genannt. Und dass wir nicht darüber hinauskommen, dass wir eine verbindliche Festlegung zur Durchführung der erfolgversprechenden fachpraktischen Berufsorientierung entsprechend der regionalen Schwerpunkte. Es bietet nicht jeder Industrie an, aber ich rede von Agrarwirtschaft, ich rede von Tourismus. Jedes Gebiet, jede Region ist in der Lage, das war schon vor 30 Jahren so, diese Maßnahme in Form dieser Berufsorientierung anzubieten, dass diese Berufsorientierung flächendeckend angeboten wird zur Berufsorientierung unserer Unternehmen. Die Verbundausbildung als Erfolgsmodell bei der Bildungsakademie Leuna, die Vorteile der Auslagerung von Inhalten bzw. Ausbildungsteilen der praktischen Ausbildung gehen dahin, dass die Unternehmen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Unternehmen werden bei der Planung, Durchführung der Ausbildung unterstützt, bis hin zur Schichtplanung, die übernehmen wir. Wir sind also in der Lage, mit unserer materiell-technischen und personellen Ausstattung den Part in der Miniaturausstattung der Konzerne wie Totalraffinerie, wie Domokapo Leuna, wie Infra Leuna, die Ausbildungsinhalte vom 1. bis zum 4. Lehrjahr bei uns durchzuführen. Und daher dienen die Lehrwerkstätten bei uns in der Regel auch als Prüfungsstandorte. Die Azubis werden in Lehrwerkstätten durch professionell geschulte Ausbilder systematisch ausgebildet, wobei ich hinzufügen möchte, dass die Ausbilder generell im Ehrenamt in der IHK Halle Dessau vertreten sind, sehr stark in den Prüfungskommissionen Erscheinung treten und auch den Vorsitz der Prüfungskommission innehaben. Die Fakten, hier ein Beispiel aus dem Ausbildungsjahrgang 2015. Dieser Jahrgang wurde am 31.01. diesen Jahres freigesprochen. 102 Auslerner haben tatsächlich ihre Ausbildung bestanden. Das ist nicht jedes Jahr so. Das war ein sehr guter Jahrgang. Und 92 Auslerner von den Ausbildungsbetrieben wurden direkt übernommen. Das ist ein Erfolg, den nicht jedes Gebiet sich auf die Fahnen zu schreiben weiß. Aber bei uns ist es in der Regel so, dass wir auch maximal von einer Abbrecherquote von 5% sprechen können, während wir in Sachsen-Anhalt von 30-35% sprechen. Und ich denke schon, dass die Berufsorientierung ein Übriges tut, hier noch stärker in Erscheinung treten zu können, unsere Unternehmen, die eben auch wirtschaftsstarke Unternehmen für unseren Landkreis und Land Sachsen-Anhalt sind, die solche Instrumente auch verdient haben. Ich wurde gebeten, einen Unterschied zwischen der Verbundausbildung und den überbetrieblichen Ausbildungsstätten mit zu benennen. Die Aufgaben beider sind ähnlich gelagert. Die Ausbildungsinhalte müssen vermittelt werden. Die Unterstützung müssen die KMU bei der betrieblichen Ausbildung erfahren. Und die Qualitätssicherung der beruflichen Ausbildung steht im Vordergrund. Die Unterschiede, dass die Unternehmen der Verbundausbildung die Ausbildungsmodule im Gegensatz zu den überbetrieblichen Bildungsstätten freiwillig oder nach eigenem Ermessen per Vertrag festlegen. Aber in der Verbundausbildung wird kein Unternehmen die Förderung
in Anspruch nehmen können wie die überbetriebliche Ausbildung. Das heißt, die Empfehlung geht dahin, um gleiche Voraussetzungen für die überbetrieblichen Bildungsstätten und auch private Bildungsräder zu schaffen und auch den Unternehmen müssen dieselben Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die vorhandenen Förderinstrumente müssen für alle zugänglich sein. Ein Wort zu der außerbetrieblichen Ausbildung, zum Beispiel BAE, Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen. Das funktioniert über die Ausschreibung öffentlicher Bedarfsträger, finanziert durch staatliche Programme der Agentur für Arbeit, wobei der Azubi kein Anstellungsverhältnis in einem Betrieb hat, koordiniert oder durchgeführt über Bildungsträger und Unternehmen, zum Beispiel im kooperativen Modell. Dort erfolgt die Ausbildung größtenteils in Betrieben mit Unterstützung von Bildungsträgern in Form von Sozialpädagogen und Lehrkräften. Das integrative Modell, hier erfolgt die Ausbildung beim Bildungsträger mit Ausbildungsabschnitten bei Kooperationsbetrieben. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene, welche nach dem Ende ihrer Schulzeit oder nach dem Abbruch einer bereits begonnenen Ausbildung keinen betrieblichen Ausbildungsplatz gefunden haben. Meine Empfehlung geht dahin, das integrative Modell zu forcieren, aus besten Erfahrungen heraus. Wir haben jahrelang das integrative Modell aufgrund unserer materiell-technischen Ausstattung bei uns 3,5 Jahre lang durchgeführt. Und die Erfolgsquote war höher in der Ermittlung und war auch höher in der Probezeit, dass wir weniger Abbrecherquoten zu verzeichnen hatten als in dem kooperativen Modell. Und Sachsen-Anhalt ist es politisch nicht gewollt, das integrative Modell zu favorisieren. Aber das ist Bestandteil meiner Intention, das integrative Modell für die entsprechenden Zielgruppen zu forcieren und weiterzuführen. Schlusswort zur Digitalisierung. Der Ist-Stand bei uns in Sachsen-Anhalt ist der, dass die Unternehmen und die Ausbildungsrahmenpläne über die Inhalte der Ausbildung bestimmen. Zustand sollte sein, dass die Unternehmen und Schulen bei der Einführung von digitalen Prozessen unterstützt werden. Der Ist-Zustand bei Digitalisierung ist im Moment nur in wenigen Betrieben in dem Maß vollzogen, wie wir uns das alle gemeinsam vorstellen. Zu dem Sollzustand ist zu erwähnen, dass wir doch darum bitten, dass alle Akteure, die den Unternehmen behilflich sind, mit von der Förderung, von den Instrumenten der Förderung partizipieren sollten. Und da ist die Bildungsakademie schon in der Grauzone, wenn es um Förderinstrumente geht. Hier kommt unser Verein als Träger von zwei privaten Ersatzschulen schon eher zur Geltung. Dass wir jetzt über das Bildungsministerium in den Nuss kommen, im Digitalisierungspakt mit zu profitieren, aber die Bildungsakademie Leuna als GmbH und privater Bildungsdienstleister eben nicht. Und das ist die Grauzone, wo ich denke, hier ist noch Handlungsbedarf. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Starke. Ihnen und auch nochmal den beiden anderen Herren für die Impulsreferate. Die sind so grob in der Zeit geblieben, 5 Minuten drüber. Aber das ist ja auch jetzt sehr aufschlussreich gewesen. Wir würden jetzt mit den Fraktionsrunden beginnen, und zwar nach Fraktionsstärke in diesem Falle. Und das erste Wort hat die Fraktion der CDU-CSU. Herzlichen Dank. Bei uns werden Fragen stellen Herr Derks, Herr Dierschädel und Herr Sloan in der ersten Runde. Wenn die es schaffen, sich kurz zu fassen, habe ich auch eine Chance, der Rest in der zweiten Runde. Dann versuche ich das einzuhalten. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Maaßen. Vielleicht, wenn die beiden anderen Interesse haben, können sich ja auch einklinken. Ich gehe nochmal auf Ihre Thesen zu. Sagen wir vorneweg, 6 von 7 habe ich jetzt mal einen Haken dran gemacht. Von daher vielen Dank. Vielleicht wenig verwunderlich, ich habe noch mal eine Frage zum Thema, man muss die Ausbildungsberufe viel schneller überarbeiten, wir brauchen auch sehr viel mehr Modularisierung. Man kann ja jetzt auch sagen, in Zeiten der VUCA-Welt braucht man ein bisschen Stabilität für die jungen Leute, sonst verirren die sich so völlig im Gemüsegarten. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, die sagen, dass nicht nur die jungen Leute da Orientierung suchen, sondern auch knapp 80% der Betriebe sagen, sozusagen die Ausbildungsberufe treffen den Bedarf. Nur 1% sagt, wir brauchen gänzlich neue Berufe. Also das sind immerhin 12.000 Ausbildungsberufe, also eine ganze Menge.
Also ist es nicht so, dass das System eigentlich ganz gut anpassungsfähig ist? Gerade Metall- und Elektroberufe haben wir schnell gemacht. Also ist wirklich diese Modularisierung und alle 2 Jahre alles über den Haufen werfen wirklich die richtige Antwort? Vielen Dank. Ja, meine Frage geht auch an den Herrn Maaßen. Sie sprachen davon, dass bei Ihrer Berufsschule, Ihrer zuständigen Berufsschule, die Digitalisierung noch nicht angekommen ist. Trifft diese Aussage auf alle Berufsfelder zu mit Ihrer Berufsschule? Betrifft sie die Ausstattung oder eher die Kompetenz des Lehrpersonals? Also meine Frage geht in ähnliche Richtung. Stichwort bei Ihnen war bei den ersten beiden digitale Transformation, Veränderung der Arbeits- und Geschäftsprozesse. Mir ist noch nicht ganz klar, was sind die konkreten Veränderungen in der Ausbildung? Was ist das Besondere einer Ausbildung bei Ihnen, wenn Sie auf ein Unternehmen, auf Ihr Unternehmen vorbereiten, welches diese digitale Transformation betreibt? Und warum ist das nicht im Rahmen der bisherigen Ausbildungsberufe so möglich? Gut, dann habe ich noch eine Chance an Herrn Hofmann und Herrn Maaßen. Sie haben die Berufsorientierung in Ihren Unternehmen sehr gut abgebildet und können natürlich aufgrund der Größe des Unternehmens hier auch kontinuierlich über Girls Day, über die entsprechenden Praktika Anschluss bis hin zum Studium machen. Das kann nun nicht jeder Betrieb. Und auch bei Ihnen, Herr Hofmann, waren ja die entsprechenden Zahlen, wie viele Facharbeiter nachher übrig blieben, ein Problem, was Sie artikuliert haben. Wie kann seitens der Politik diesen Rahmen um Berufsorientierung gesetzt werden? Wen sehen Sie da als zentralen Player, der sozusagen im Vergleich zu Ihnen diesen Rahmen bietet und damit sozusagen diesen ganzen Maßnahmen nicht nur einen monolithischen Charakter, sondern im Prinzip einen Gesamtentwicklungscharakter gibt. Herr Maaßen, vielleicht beginnen Sie vielleicht mit den 4 Fragen, die an Sie gerichtet wurden und dann Herr Hofmann. Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Herr Derks. Zunächst, für mich ist Modularisierung und Stabilität kein Widerspruch. Ich glaube, wir müssen beides tun. Stabilität schaffen, haben Sie gesagt, für die jungen Leute in der VUCA-Welt. Ich halte das für eine ganz entscheidende Anforderung. Da müssen wir als Unternehmen was tun, können das auch, glaube ich. Gleichwohl ist in der digitalen Transformation, das zieht dann auch schon so ein bisschen auf das zweite Thema ab, die Kompetenzen, und vielleicht gehen wir weg von digitaler Transformation, weil ich glaube, auch in einer analogen Welt wären viele Themen, die wir mit diesem Stichwort VUCA beschreiben, zu tun. Von uns, von den Schulen, von den Berufsschulen, von den Hochschulen. Und darauf vorzubereiten und das zu übersetzen in Ausbildungsinhalte, das ist im Grunde genommen mein Anspruch, den ich habe. Also zu klären, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in dieser sich verändernden Arbeitswelt? Und ja, die hat natürlich ganz viel mit Digitalisierung zu tun, aber nicht ausschließlich. Und wie kann ich diese Kompetenzen rechtzeitig und frühzeitig beibringen? Und mein Gefühl ist, wenn wir das täten, würde dadurch eine andere, neue Form von Stabilität entstehen, die wir den jungen Leuten und uns allen ja im Grunde genommen wünschen. Kurz auf das Thema Berufsschule. Das Thema Ausstattung liegt natürlich sofort auf der Hand. Das nervt mich auch brutal. Wir haben unseren Dualstudierenden und Auszubildenden einen Laptop gegeben, damit sie besser arbeiten können und haben den jetzt nach einem 4-monatigen Pilotversuch wieder einkassiert. Warum? Weil die Benutzung, zumindest in 3 von unseren Berufsschulen, verboten wurde. Na, der Lehrer wollte nicht, kann ja nicht kontrollieren, was machen die da auf ihrem Laptop, das wurde verboten. So, und dann haben wir ein paar Verbindungsthemen in den Hochschulen, weil man nicht aufs Netzwerk zugreifen konnte, was wiederum unsere Sicherheitseinstellungen teilweise nicht zugelassen haben. Kurzum, wir haben immerhin für 28.000 Euro Laptops hinterher zurückgenommen und gesagt, nee, das macht keinen Sinn, weil wir die technische Ausstattung nicht hinbekommen. Aber natürlich hat das auch zu tun mit der Qualifikation. Wenn diese Kompetenzen, die ich gerade angesprochen habe, wir stärken wollen, dann muss das natürlich bei den Lehrern beginnen. Und mein Gefühl ist nicht, dass heute in der Lehreraus- und Fortbildung die Themen der Veränderung von Kompetenzen in dieser neuen Welt irgendwie angekommen sind. Also vielleicht male ich zu schwarz, aber das, was wir täglich erleben, da würde ich sagen, nein, da muss noch richtig nachgearbeitet werden. Das ist sicher dann auch die Antwort auf die Frage, was muss in der digitalen Transformation passieren? Und gebe dann weiter, auch hier für einmal insgesamt digitale Transformation, das war Ihre Frage, Herr Sloan, aber auch Herr Albani, dann im Kleinen,
Ich glaube, die Grundzüge sind völlig egal, ob Sie mit 14.000 oder mit 400 Mitarbeitern zu tun haben oder mit 40. Sie müssen sich halt aus diesem Paket, das wir ja hier zu dritt versuchen, auch anzureißen, das raussuchen, was bei Ihnen gerade geht und was funktionieren kann. Und ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass Herr Hofmann mir jetzt vorwerfen würde, ja, Sie können das ja in Ihrem großen Laden machen, sondern das baut ja im Grunde sehr organisch auch aufeinander auf. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir hier den Handwerksbetrieb sitzen hätten, zugegeben, meine eigenen Erfahrungen sind da sehr gering, mit 10 Mitarbeitern, dass auch der einige dieser Aspekte bei sich umsetzen müsste und auch will. Muss vielleicht in Zukunft. Ja. Muss. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir auch diese Initiative da aufgerufen, einfach um ein Leuchtturmprojekt aufzubauen. Weil das kann natürlich die Berufsschule, das kann auch nicht ein überbetriebliches Ausbildungszentrum leisten. Wer soll die Ideen den Lehrern dort geben? Die Ideen sind ja für uns oft überraschend am nächsten Tag. Also auch für Trumpf oder für uns gibt es immer wieder was Neues. Und da muss einfach, da müssen Leuchtturmprojekte gebaut werden oder erschaffen werden, wenn es Leute gibt, die mit Ideen füllen. Das ist natürlich das Problem. In dem Fall haben wir bei uns das Glück, dass der Herr Herzog, Chef von Concept Laser, sich das auf die Fahne geschrieben hat. Das ist halt unser Glück. Aber sowas muss es geben. Das kann eigentlich diese normalen Player jetzt in dem Fall gar nicht machen. Und die Betriebe selber sind dann auch an den Grenzen irgendwo. Mindestens je kleiner, desto mehr natürlich. Das kann vielleicht Trumpf noch machen. Aber klar, die Berufsschulen, die können das in der Ausbildung niemals machen. Die können dann von dem lernen, von den Leuchtturmprojekten. So sehe ich das. Vielleicht noch nachgeschoben, Herr Albani, weil Sie ja die Frage gestellt haben, welcher Stakeholder übernimmt. Ich sehe in unserem Kundenkreis im Moment sehr stark und habe auch so einen Austauschkreis mit Personalern sehr kleiner Unternehmen, dass die sich gerade zusammenschließen und es im Unternehmensverbund tun. Jetzt kann ich nur nicht sagen, ob aus Ermangelung eines anderen Players oder aus diesem Engagement heraus, dass sie sagen, wir müssen etwas tun, anders kommen wir gar nicht weiter. Das hört sich ja gleich an. Ja. 1,5 Minuten wären noch übrig für Nachfragen. Herr Dr. Born, ich hätte die gleiche Frage. Muss ja nicht. Ich fange jetzt einfach an. Wobei, die Antwort müssen wir dann in der zweiten Runde wahrscheinlich geben. Ich finde es spannend, ich würde gerne wissen von Herrn Hofmann und Herrn Maaßen, wie Sie dann auch Menschen anwerben können, die dann kein Studium machen, sondern dann doch in den Betrieb gehen mit Ihren Maßnahmen. Ja gut, uns hat sich diese Frage die ganze Zeit nicht gestellt, weil wir sehr viel junge Ingenieure und Techniker gebraucht haben, aber in Zukunft wird es so sein. Und wir versuchen halt in der Richtung, einfach das Image vom Facharbeiter zu erhöhen und vielleicht Weiterbildung, also als Facharbeiter, ohne gleich eine nächste Stufe zu erreichen. Aber so ein richtiges Patentrezept haben wir da auch nicht dafür. Womit wir sehr gute Erfahrungen machen, ist, die Auszubildenden und die Studierenden, also die Dualstudierenden, gleich zu behandeln und sie in gleichen Gruppen auch zu haben. Wir haben beispielsweise ein Projekt, das nennt sich Bildungsmaschine. Bei uns bauen unsere Auszubildenden und Dualstudierenden eine eigene Maschine. Dauert 3 Jahre von der ersten Idee einer Konstruktion bis tatsächlich zur Marktfähigkeit und Marktreife. Und da ist es hochspannend zu sehen, dass es da überhaupt keine Rolle spielt, ob ich aus einem Studiengang komme oder ob ich Mechatroniker bin. Die arbeiten zusammen, weil sie das gemeinsame Ziel haben, diese Maschine zum Laufen zu bringen. Ja, herzlichen Dank für diesen ersten Block. Das hat jetzt mit der Zeit sehr gut funktioniert. Dann würden wir wechseln zur Fraktion der SPD. Bitte sehr, Frau Kollegin Fahim. Ja, ich versuche es mal in so einem kurzen Wechselspiel. Eine erste ganz kurze Zahlenabfrage ist einfach nur an Herrn Hofmann und Herrn Maaßen. Wie hoch ist denn der Anteil bei Ihren Auszubildenden, die einen Schulabschluss haben, der nicht zur allgemeinen Hochschulreife qualifiziert? Also es ist ja nur einfach jeweils eine Zahl. Können Sie das sagen, die Anteile? Also bei uns ist es 80 oder 90%. Die keine Hochschulreife haben? Die keine Hochschulreife noch haben. Und bei Ihnen auch ungefähr? Deutlich weniger, genau im Prozentsatz bleibe ich schuldig. Geschätzt würde ich sagen 50%. Alles klar. Herr Maaßen,
Vielleicht einfach noch mal als Hinweis, wir sind ja beim Thema Chancenqualifizierungsgesetz gar nicht auf einer Zielgeraden mit Blick auf die Weiterbildung im Betrieb. Das ist ja nie Ziel des Gesetzes gewesen. Deswegen mal umgekehrt die konkrete Frage, wenn Sie sich denn dann aber mehr Unterstützung und Förderung der Weiterbildung im Betrieb wünschen, wie Sie sich die eigentlich genau vorstellen. Also können Sie sich beispielsweise vorstellen, dass eine Bildungsteilzeit für Sie halt ein interessantes Instrument sein könnte? Und das Zweite, Sie haben davon gesprochen, dass Sie einen digitalen Ausbilder haben. Was genau macht der denn eigentlich? Weil Sie werden ja auch dort in die Frage kommen, wie sehr müssen Sie generalistisch über alle Tätigkeiten des Betriebes sicherstellen, dass es eine digitale Kompetenz gibt? Und wo sind sozusagen die Spezifizierungen sicherzustellen? Insofern wird Ihnen ja ein digitaler Ausbilder alleine auch nicht reichen, sondern Sie wollen ja insgesamt das Niveau heben. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Und an Herrn Starke noch mal die Frage, zwei Fragen mit Blick auf die Ausbildung in Vietnam. Wer führt das eigentlich durch? Also ich gehe davon aus, dass Sie mit Ihren eigenen Ausbildern dahin fahren und sozusagen den betrieblichen und praktischen Teil dann gemeinsam machen. Oder gibt es eine Art Schule vor Ort? Wie sieht das mit der professionellen Ausbildungsstätte dann eigentlich in Vietnam aus? Wie muss man sich das vorstellen? Und als zweite Frage ebenfalls an Sie, wenn Sie hier sozusagen die Bitte äußern, dass Verbundausbildungsträger ähnlich unterstützt werden wie andere überbetriebliche Ausbildungsstätten, dann hätte ich jetzt mal die provokative Frage zurück, warum verstaatlichen wir das dann nicht gleich ganz? Also warum sollen wir das dann einem privaten Träger überlassen, wenn wir sagen, wir ziehen die Ausbildung aus dem Betrieb raus und suchen nur noch betriebliche Kooperationspartner, wo man mal zwischendurch ein Praktikum macht? Die Idee des kooperatistischen Modells geht ja weiter, als nur zu sagen, wir machen einen theoretischen und praktischen Teil. Dann hätten wir gleich noch im Anschluss weitere Fragen. Gut, dann fange ich kurz an. Also aus unserer Sicht, das ist aber eine sehr betriebliche Sicht, ist das Thema Zeitmodell für Qualifizierung kein Thema. Das liegt daran, dass wir bei Trumpf extrem flexible Arbeitszeitmodelle haben. Also ich glaube, wenn dieses Unternehmen für eins nach außen über Jahre, Jahrzehnte bekannt ist, dann ist es die Flexibilisierung von Arbeitszeit durch auch eine Menge Ergänzungstarifverträge mit der IG Metall, sodass wir eine Menge an Flexibilität haben. Aber natürlich, die nutzen wir für Qualifizierung. Insofern glaube ich durchaus, dass es für andere Unternehmen sehr spannend sein kann, sich mit so einem Modell zu beschäftigen. Und das auch in Teilzeit. Wenn wir die Frage nehmen, was ist es denn, was ich kritisiere oder wo erwarte ich mir mehr, dann ist es an der Schnittstelle der Möglichkeiten, die heute über das Chancenqualifizierungsgesetz geboten wird, die aber sehr individuell, wenig aus unserer Sicht zumindest, auf Programme gerichtet ist. Also wir würden gerne das ganze Unternehmen qualifizieren, beispielsweise im Thema Digitalisierung, könnten das theoretisch tun, könnten es aber nicht mit Fördergeldern tun. Zumindest kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob ein Unternehmen wie Trumpf das auch sollte und muss. Ja, aber in den Zeiten, in denen wir im Moment das Gefühl haben, sehr stark unter Druck zu stehen und Kurzarbeit vermeiden zu wollen, auch auf nach vorne gerichtet, würden wir natürlich gerne Qualifizierungsansätze haben und bieten können. Dann war... digitale Ausbilder. Sorry, noch ganz kurz. Digitale Ausbilder, was macht der? Der digitale Ausbilder hat einmal die Aufgabe, über alle Ausbildungsberufe hinweg und die Dualstudierenden, das, was Sie gesagt haben, die Themen von Kompetenzen, die in der VUCA-Welt in einer digitalen Transformation wichtig sind, zu vermitteln. Also er kreiert Lehrinhalte in der Berufsausbildung und in dem, was wir unseren Dualstudierenden in-house an zusätzlichen Trainings anbieten. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner in die Berufsschulen hinein, um, wie wir sagen, eine Entschlackung der Lehrpläne hinzukriegen oder mit den Berufsschulen und auch den Hochschulen zu sprechen, wie Digitalisierungsinhalte aussehen können. So, und die dritte Aufgabe, die er hat, ist tatsächlich uns in der HR-Funktion weiter zu treiben in unserer eigenen Digitalisierung. Das ist ein Nebenprodukt. Die erste Frage bezog sich auf die Vietnamesen. Seit Januar sind wir in dem Prozess involviert, dass ein Fachexperte von uns in Vietnam war, Berufsschulen besichtigt hat und die Empfehlungen gegeben hat, die erforderlich sind, um die
duale Berufsausbildung vom Niveau Deutschland in Vietnam umzusetzen. Am 28. Mai trafen die vietnamesischen Berufslehrer bei uns in Leuna ein und sehen im Moment die Ausbildung Industriemechaniker, Anlagenmechaniker berufspraktisch entgegen mit der Ausbildereignung, fliegen am 17.10. zurück. Und jetzt wurde systematisch die Berufsschule, die betreffenden Berufsschulen, mit den Dingen ausgestattet, die die Möglichkeit haben geben sollen, die duale Berufsausbildung analog unserem Standard in Vietnam ab 1.11. systematisch zu implementieren. Mit vietnamesischen Lehrern? Genau. Und wir sind die Fachexperten, das heißt, wir werden... Wie viele bilden Sie in Vietnam aus? Wie bitte? Wie viele bilden Sie dort aus? Wir sind in einem Verbund mit drin. Wir haben im Moment 12. 12, alles klar. Das ist ein Anfangsstadium. Und wir haben es bewusst nur auf Industrieanlagenmechaniker beschränkt, weil wir darin unsere Möglichkeiten sahen, in erster Instanz ist angekommen. Dankeschön. Gut. Die zweite Frage bezog sich auf die Finanzierung von der BAI. Das heißt Finanzierung nicht, aber die Genussnahme von Förderinstrumenten. Und wir haben sehr häufig den Umstand erfahren, dass wir in Leuna nicht in den Genuss kamen und kommen von den Förderinstrumenten. Und das habe ich verstanden. Ist ja die Frage legitim, welches Schlupfloch sich für uns ergibt, nachdem wir halt immer wieder erfahren, Handwerkskammer Osendorf funktioniert. Und wir möchten sehr gerne auch in ähnliche Genüsse kommen wie unsere Nachbarn. Frage nicht beantwortet, aber also die Frage ist gewesen, warum Sie diese Finanzierung in Anspruch nehmen. Andere Betriebe, die selber ausbilden, kriegen ja auch keine Förderung. Und wenn wir so weit gehen, dass wir halt solche privaten Träger wie Sie beispielsweise im Verbund, die im Verbund tätig sind, staatlich finanzieren, dann stellt sich die Frage, warum machen wir es nicht gleich selber? Es geht aber um das Digitalisierungspakt-Thema. Okay. Und da gibt es ja nun verschiedene Förderinstrumente, wo Bildungseinrichtungen davon partizipieren, aber die GmbH eben nicht, die BAI. Und das war mein spezieller Punkt. Noch eine Frage. Dann würde ich auch meine Frage direkt an Herrn Starke noch mal richten. Sie hatten ja einen Aspekt gesagt, Auslagerung von Inhalten im Rahmen der Verbundausbildung. Unternehmen können sich aufs Kerngeschäft konzentrieren. Ich glaube, wir haben heute auch schon Beispiele gehört, dass Kerngeschäft durchaus auch Ausbildung sein kann. Ja. Darum meine Frage, wie viel Ihrer Auszubildenden gehen denn auch während Ihrer Maßnahme schon in betriebliche Ausbildung? Das wäre der eine Punkt. Und ich wollte gerne eine zweite Frage noch richten an Herrn Maaßen. Sie hatten beschrieben, in 9 Studiengängen bilden Sie aus und 8 Ausbildungsberufe aktuell. Und durch diesen Digitalausbilder im Grunde haben Sie die Schnittstelle so ein bisschen mit bedient. Da wäre für mich noch mal die Frage, was sind häufig Hemmnisse, gerade mit den berufsbildenden Schulen zusammenzuarbeiten? Wenn man sagt, man hat für 28.000 Euro technische Endgeräte angeschafft und dann haben wir keine Kompatibilität oder wie auch immer. Da könnte ich mir vorstellen, das kann man vielleicht vorher durch einen Dialog oder so auch anders gestalten. Also wo sind gerade im Berufsschulbereich, in der klassischen Ausbildung Hemmnisse eventuell? Und gibt es eigentlich unterschiedliche Einsatzgebiete für die Auszubildenden, die Sie haben, oder für die Dualstudierenden? Oder sind die nachher eigentlich auf ähnlichen Plätzen im Bereich der Facharbeiter? Ihre Frage bezog sich auf die Berufsausbildung und Ausbildungseinrichtung. Da haben wir um die 90%, die tatsächlich in die Betriebe schon gehen. Aber der Erfolg ist halt nicht im kooperativen Modell so vorzuweisen wie in dem integrativen Modell. Die Frage war aber während der Maßnahmen, weil Sie müssen ja nicht die Ausbildung komplett beendet haben bei Ihnen, sondern eine Idee wäre ja auch frühzeitig in betriebliche Ausbildung zu gehen und damit diese Unterstützungsnotwendigkeit aufzugeben. Das könnte ja auch ein Anreiz sein aus der Bildungsbiografie der Jugendlichen heraus. Das stimmt. Aber da haben Sie keine Zahlen, Nein. Wie da die Übergänge sind. Nein. Ich musste gerade schmunzeln, weil Sie haben völlig recht, der digitale Ausbilder hätte genau das in den Berufsschulen tun sollen. Wir haben das mit den Laptops ein Jahr zuvor gemacht, einen digitalen Ausbilder jetzt. Er würde jetzt genau solche Gespräche führen. Das ist eine seiner Aufgaben. Ja, also im Grunde Infrastruktur, Bereitschaft zu kanalisieren, gucken, wo kann Kooperation und Zusammenarbeit passieren. Das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben. Zu der zweiten Frage der Zielpositionen. Das ist sehr spannend zu beobachten. Wir sehen, dass wir zunehmend mehr
Aufnahme- und Zielpositionen in den digitalen Funktionen haben, also in der Softwareentwicklung, aber insbesondere in dem Thema Vernetzung. Das große Zukunftsthema für unsere Industrie ist die Vernetzung der Maschine und damit die Vernetzung von Kunde und unserer Software-Situation. Und dort können Sie mittlerweile über alle Ausbildungsberufe und über alle Studiengänge hinweg landen. Also es ist keineswegs mehr so, dass Sie ein Softwareentwicklerstudium gemacht haben müssen, um hinterher in den Digitalthemen von Trumpf tatsächlich tätig zu sein. Mhm. Herzlichen Dank auch für diesen zweiten Block der SPD-Fraktion. Dann würden wir jetzt fortfahren mit der AfD-Fraktion. Herr Schulz, bitte. Ja, mein macht merkwürdige Geräusche, aber wie auch immer. Ich mach das mal weiter weg. Moment. Was andere? Wir haben ja mehrere Mikros, aber es rauscht trotzdem. Ich tue mein Handy weg. Ich versuch's. Versteht man mich? Ja. Nee, Frage an. Sie müssen mal schauen, ob irgendwo ein Netzteil drin steckt. Das muss rausgezogen werden. Eins, zwei, drei. Aber man versteht es, oder? Gut, danke. Meine erste Frage geht an Herrn Hofmann. Herr Hofmann, Sie sind ja einer der guten Mittelständler, die dieses Land groß gemacht haben. Und Sie sind in einer sehr interessanten Zukunftstechnologie tätig, nämlich im 3D-Druck. Und gerade Mittelständler, die sich mit Spritzguss befassen, sind ja eigentlich prädestiniert dafür, sich jetzt auch wegen der Düsen und wegen der gesamten Technik mit 3D-Druck insgesamt zu befassen. Es ist aber so, dass aus Deutschland schon viele Techniken abgewandert sind. Die Solartechnik, MP3, die Robotik wird derzeit, wenn es nur durch das Eingreifen von Investoren ist, auch, ich sag's mal, internationalisiert. Wie groß ist die Gefahr, dass auch die 3D-Technik abwandert? Wie groß ist die Gefahr, dass Sie, Ihr Unternehmen und die gesamte Branche den Anschluss daran verliert? Also ich sehe im Moment noch keine Gefahr. Die 3D-Drucktechnik ist wirklich in Deutschland führend. Da gibt es speziell im 3D-Druck für Metall gibt es die größten Player in Deutschland oder fast alle Player sind in Deutschland und auch Anwender. Also wir sind ja auch Anwender, auch gerade im Werkzeugbau sind in Deutschland auf jeden Fall noch führend. Also wir machen da auch Werkzeuge für die Fertigung in Vietnam zum Beispiel. Das kann man schon sagen, dass wir führend sind, aber es ist natürlich wie überall. Andere schlafen natürlich auch nicht und wir müssen natürlich wirklich alles dran setzen, dass die Technik auch bei uns bleibt, weil das ist schon Zukunftstechnik auch vom Feinsten. Inwieweit sind Sie in Kontakt zu dem einen Herrn in Prag, der so ein offenes Haus für 3D-Technik hat und da wirklich absoluter Innovationstreiber zu sein scheint im Moment? Da bin ich jetzt eigentlich nicht in Kontakt mit. Ja, vielen Dank. Ich hätte meine Fragen gerne an Herrn Maaßen gestellt. Ich muss vielleicht vorausschicken, damit Sie orientiert sind, dass ich 40 Jahre im Schuldienst war als Lehrer und Schulleiter. Und deswegen interessiere ich mich besonders für das, was Sie an scharfen Thesen formuliert haben. Sie haben ja gesagt, Ihre Firma, in Ihrer Firma ist es üblich, sich zu hinterfragen, sozusagen sich aufzufressen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das im politischen Bereich vielleicht auch manchmal nötig wäre. Und deswegen meine Frage: Inwiefern ist die Unternehmerschaft in der Vergangenheit nicht selbst auch damit dafür verantwortlich, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass sie also als Betrieb Reparaturaufgaben übernehmen müssen? Wenn ich daran denke, dass in den 90er Jahren die Diskussion aufkam, die Schüler sollen ganz schnell in den Betrieb, Schulzeitverkürzung, Einschulungsalter G8 statt G9. Wenn ich dann denke, dass viele Firmen, bei Ihnen scheint das etwas anders zu sein, sich auf die Abiturienten stürzen, während die Schüler aus den anderen Regelschulsystemen, also Sekundarschule, also Hauptschule, Realschule, falls die dann existieren in den Ländern, möglicherweise doch vernachlässigt werden. Und ein drittes, dass mal, sagen wir mal, in den Schulen sich so eine Infantilisierung der Pädagogik und der Erziehungsarbeit entwickelt hat, wie viele beklagen, durch so eine solipsistische Kindheitspädagogik, hätte man da nicht als Unternehmer einschreiten können. Sie haben von der Lehrerin gesprochen, die offensichtlich etwas naiv an den Unterricht rangeht und dann sich wundert,
was man alles in der Firma braucht. Also hätte man da nicht von Unternehmerseite auch seine Stimme erheben müssen und sagen müssen, das, was in den Schulen im Augenblick läuft, ist für die Kinder dort nicht so gut, weil sie dort nicht gut unterkommen in den Firmen. Das spricht die Employability an, von der Sie ja sprechen. Und es ist nicht so, dass Sie wollen ja die Lehrer umschulen, dass gerade die Besinnung der Lehrkräfte auf das, was sie ja eigentlich tun wollen, nämlich den Kindern die Grundfertigkeiten beibringen, die Kulturtechniken beibringen, zu denken, Zusammenhänge zu erfassen und dabei auch die Sozialkompetenz zu entwickeln, also Anstrengungsbereitschaft, Beharrlichkeit und alle diese Dinge, die sie ja auch in dem Betrieb brauchen. Also könnten da die Unternehmer nicht eine Aufgabe übernehmen, um als Korrektiv zu bilden. Und das war es eigentlich so. Ach so, vielleicht noch die Erweiterung, inwiefern Sie vielleicht auch mitwirken können, dass gerade den Schülern an Haupt- und Realschulen beziehungsweise an den Schulsystemen, die neben dem Gymnasium bestehen, besondere, sagen wir so, Zielrichtungen vorgeben können, damit die gerade auch in ihren Schulsystemen die nötige Sinnhaftigkeit ihres Tuns angehen. Vielen Dank. Vielleicht erstmal zur Ehrenrettung der Lehrerin. Ich glaube, die ist alles andere als naiv. Die hatte nur bisher keine Chance, das mal wirklich von innen zu sehen. Und ich glaube, das macht auch in der Tat einen wirklichen Unterschied. Also so wie ich 30 Jahre außerhalb dieser Industrie gearbeitet habe, für die ich heute tätig bin und wahrscheinlich ein völlig fremdes Bild hatte von dem, was im Maschinenbau läuft, so ist es da wahrscheinlich auch. Deshalb plädiere ich eben so sehr dafür zu sagen, lasst uns mehr dafür tun, dass Lehrerinnen und Lehrer die Chance haben, in den Unternehmen direkt und vor Ort auch zu erfahren, was sie denn eigentlich, wenn es um das Thema Berufsorientierung geht, dann auch zu vermitteln haben. Denn das ist ja im Grunde das, wo wir glauben, und ich denke, das werden auch die Kollegen rechts und links so unterstützen, wenn es uns gelingt, Berufsorientierung früher und stärker bei den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dann hätten wir schon extrem gewonnen. Und weil Sie auch konkret gefragt haben, was muss dafür notwendig sein und haben die Unternehmer die Unternehmen eine Mitverantwortung? Natürlich sind wir Akteur im System und natürlich haben wir eine Mitverantwortung. Und wenn ich sehe, dass unsere Führungskräfte, aber auch unsere Mitarbeiter rausgehen in die Schulen, dort vor Ort sind, bei so Berufsorientierungstagen mitmachen, dass wir die Zukunftswerkstatt unterstützen, dass wir die Wissensfabrik unterstützen, dann sind das ja schon eine ganze Menge Themen. Ich glaube, da kann man immer noch mehr tun. Aber ich möchte eben auch nicht, dass sich andere Akteure aus der Verantwortung stehlen. Und deswegen ist mir so wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nur gelingen kann, wenn wir da alle gemeinsam dran arbeiten. Ja, dann nochmal an Herrn Maaßen. Ihr Unternehmen, Herr Maaßen, spürt bereits die kommende Rezession. Und Sie selbst sagen, kein Signal bei Trumpf ist mehr grün. Es sieht ziemlich rot aus, war vor 2 Wochen in der Wirtschaftswoche. Und aus meiner Sicht beschreiben Sie auch sehr treffend in Ihren Thesen, dass das Unternehmen zum Reparaturbetrieb wird, sagte auch Kollege Seifen eben. Das muss man sich aber leisten können als Unternehmen. Und Sie haben einerseits als erfolgreicher Maschinenbauer den Anschluss, eine Digitalisierung zu finden, oder zu behalten. Sie müssen Bestandsmitarbeiter schulen in Digitalisierung und Sie müssen auch noch dafür sorgen, dass die Ausbildungsmängel der Schulen kompensiert werden. Nach der Ertragskrise, Ihre Worte, kommt die Liquiditätskrise, Ihre Worte, und dann kommt die Existenzkrise. Frage, wie lange kriegt Trumpf diesen Spagat noch hin? Also das muss ich erstmal korrigieren. Das sind 3 Stadien von Krise. Die Ertragskrise, die Liquiditätskrise, die Existenzkrise. Und ich hoffe natürlich, dass nicht nach der Ertragskrise, an deren Beginn wir gerade stehen, die Liquiditäts- oder gar die Existenzkrise kommt. In der letzten Krise haben wir das gespürt. Da ist Trumpf zumindest in die 2. Krisenphase, die wir damals noch nicht so benannt haben, gekommen. Was die Krise damals ausgezeichnet hat, war, also Lehman und alles, was dann folgte, war eben der komplette Abbruch wie eine Abbruchkante und alles geht nach unten. Was mir in dieser Krise viel mehr Sorgen macht, ist, dass wir eine Krise haben, die eben sich nicht durch eine Abbruchkante, sondern eher durch eine schleichende Stagnation, in der sie dann nämlich anfangen, so ein bisschen Kostenprogramme machen zu müssen, damit sie ihre Ertragskraft hochhalten. Und Sie haben völlig recht, das muss man sich leisten können. Jetzt eben nicht gleich härtere Maßnahmen zu fahren, sondern zu sagen, wir wollen die Krise auch als Chance nutzen, wenn sie denn kommt und stärker wird, um beispielsweise Qualifizierung zu machen. Dass das in einem Unternehmen, das
an der Börse notiert ist, tendenziell anders ist, weil Aktionäre und Interessensgruppen das weniger mitmachen als in einem Familienunternehmen. Das kann ich Ihnen bestätigen. Das ist mit Sicherheit so. Ja, jetzt springen wir so ein bisschen. Ich habe ja noch 32 Sekunden. Der Begriff Berufsorientierung, den meinen wir ja alle zu verstehen. Und ich selbst habe als Schulleiter und Lehrer das ja erlebt. Wir hatten ausgewiesene Berufsorientierung an unserer Schule. Was verstehen Sie unter Berufsorientierung? Was würden Sie, welche Vorstellung haben Sie? An Sie, Herr Maaßen. Also ich muss den Begriff, glaube ich, nicht definieren, sondern kann ihn versuchen, mit Leben zu füllen. Das Thema Berufsorientierung für mich bedeutet, dass ein Mensch in seinen Stärken und Schwächen auskennt und abgleichen kann, welchen Weg er eigentlich für seine Zukunft gehen will. Und ihm dieses nach Möglichkeit, von mir aus kompetenzbasiert und kompetenzunterlegt, nahezubringen. Sodass Orientierung entsteht, die bitteschön nicht bis ans Ende des Berufslebens geht, sondern auch Schleifen und Rückschritte, Seitenschritte etc. beinhalten darf. Aber zunächst mal einfach Anregung zur Selbstbeschäftigung liefert. Das wäre für mich eine gute Definition von Berufsorientierung. Danke sehr, Herr Maaßen. Danke an die Fraktion der AfD für diesen Block. Dann fahren wir fort mit der FDP-Fraktion. Kollege Brandenburg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Hoffmann. Sie haben ja viele interessante Punkte angesprochen. Ich würde einen Punkt von Ihrer Zusammenfassung auf der Folie nochmal aufgreifen. Da sprechen Sie von Weiterbildung unter anderem der Ausbilder. Das ist etwas, was wir hier in der Kommission mal andiskutiert haben, auch hohen Stellenwert zu haben scheint. Aber mich würde mal sehr interessieren, wie machen Sie das in der Praxis und was wären vielleicht auch Erwartungen an die Politik, was wir tun können, um das zu verstärken? Ja, in der Praxis machen wir das zum Beispiel im Kunststoffnetzwerk Franken, wo sich eben Ausbilder treffen und also nicht nur unsere Ausbilder sich weiterbilden, sondern auch andere zusätzlich weiterbilden. Wir machen natürlich, alle Mitarbeiter bei uns müssen Weiterbildung machen, natürlich auch die Ausbilder. Aber es gibt jetzt eigentlich keine richtigen Ausbilder-Weiterbildungen. Also wir können natürlich die Lehrer, die lassen wir auch bei uns oft ausbilden, also wöchentliches Praktikum machen, damit sie eben neue Technologien sehen. Aber unsere Ausbilder, die müssen wir eigentlich auf irgendwelche Ausbildungsstätten schicken. Was richtig für Ausbilder gibt es eigentlich nicht. Und das, was Sie machen, in welchem Umfang ist das? Geht es da um 1-2 Tage im Jahr? Oder? Nee, das sind schon 1-2 Wochen. Also das sind jedes Jahr für jeden Ausbilder? Ja. Also das sind immer mindestens 2 Tage, vielleicht noch ein Reisetag. Und in der Summe also mindestens ein, wenn nicht 2 Wochen. Okay, vielen Dank. Auch zu Herrn Maaßen habe ich eine Frage, vor allen Dingen nochmal auf das Thema Modularisierung. Eben wurde da auch schon mal nachgehakt. Es geht ja in zwei Richtungen. Also zum einen denjenigen, die vielleicht etwas mehr sich spezialisieren wollen, noch was drauflegen, da mehr Luft nach oben zu geben und gleichzeitig auch diejenigen zu unterstützen, für die eine 3-jährige volle Ausbildung vielleicht auch ein sehr, sehr großer Schritt auf einmal ist. Mich würde noch mal interessieren, wie stellen Sie sich das denn jetzt vor? Also was konkret meinen Sie mit Modularisierung und wie soll das praktisch funktionieren? Also es gibt da ja verschiedene Ansätze. Wir haben für uns bei Trump Folgenden diskutiert. Wir glauben, es wäre richtig, wenn wir ein relativ gleiches, jetzt könnte man sagen, in den Hochschulen wird man das vielleicht Studium Generale nennen, also ein relativ gleiches erstes Grundausbildungsjahr hätten für alle, das auch zur Frage der Berufsorientierung noch mal zulässt, dass ich nachsteuere, weil tatsächlich berufliche Realität dann eben anders aussieht, als man sich das vorher gedacht hat, und dass dann ein Spezialisierungsweg kommt. Und für mich würde dieses erste Jahr sogar beinhalten, wenn ich einen Hochschulzugang habe, noch nicht entscheiden zu müssen, ob ich den auch ziehe. Das allerdings ist auch bei uns im Haus sehr, sehr umstritten, weil es für uns für die Kapazitätsplanung natürlich ganz entscheidende Weichen stellen würde. Aber das ist die Vorstellung. Ein Grundjahr eines Lernens Generale, dann eine Spezialisierung, gegebenenfalls sogar auch dann erst die Entscheidung, ob ich in ein duales Studium gehe oder ob ich meine Berufsausbildung zu Ende mache. Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Gerne. Also wie grundlegend generell soll das sein? Wirklich vom Handwerk über kaufmännische Berufe bis in die Pflege alle zusammen? Oder
Was stellen Sie sich vor? Nein, ich würde es eher funktional aufbauen und sagen, das müsste etwas sein, was mir Kompetenzen vermittelt von Vertrieb, Verkauf, Fertigung, Entwicklung, Personal, Finanzen, also raus aus ihrer Denke sozusagen einer kompletten Überindustrie hin in eher eine funktionale Denke. Das würde, glaube ich, auch die Employability, über die wir hier ja auch diskutiert haben, nochmal stärken. Das heißt letztendlich sehr artverwandte Berufe zusammen. Ja, ja. Finde ich sehr spannenden Ansatz. Ja. Ich würde weitergeben zum Kollegen Sattelberger. Ja, meine Frage geht auch an Sie, Herr Maaßen. Und zwar, wenn man diesem Modell folgt, dass es sozusagen eine Art generalistische, an der Wertschöpfungskette orientierte Grundausbildung gibt. Wo sind dann die Grenzen zur Weiterbildung oder gibt es die überhaupt noch? Ich würde es mir jetzt leicht machen, wenn ich sage, die sind weg. Aber sie müssen natürlich anders gezogen werden und werden deutlich verschwimmend sein. Weil wenn ich mir anschaue, wo wir heute insbesondere Weiterbildung betreiben, dann ist das relativ spät. Also es gibt ein relativ langes Bildungsloch nach der Erstausbildung, bis wir dann wieder in eine Weiterbildung kommen, die entweder akademisch oder zumindest in größeren Bausteinen erfolgt. Ich rede jetzt nicht von der Zweitagesschulung, aber nochmal sich wieder auf einen Lernweg zu begeben, auf eine Lernreise. Da liegen bei uns im Moment im Betrieb, und ich glaube, das zieht sich durch, oft 5 bis 10 Jahre dazwischen. Und da, glaube ich, könnte man schon durch ein modularisiertes System diesen Bereich wieder näher ranziehen und dann durchgängig qualifizieren. Es gibt es einen neuen Beruf im Bereich Industrie 4.0, den Produktionstechnologen. Ja. Ist Ihnen der bekannt? Ja. Wenn ja, bilden Sie den aus? Ja. Wenn nein, bilden Sie ihn nicht aus? Ja. Wie ist die Akzeptanz und würden Sie vergleichbare Berufsbilder auch neu entwickeln? Absolut. Das ist eines dieser Berufsbilder, von denen ich sage, da ist es gelungen, schon das Thema Industrie 4.0 reinzubringen. Wir bilden den aus. Ich glaube, vier, die wir in diesem Jahr eingestellt haben. Das ist noch eine relativ kleine Zahl bei 60, die wir im Jahr jetzt eingestellt haben, am Standort 200, die wir insgesamt haben. Wir halten das Berufsbild für extrem spannend, würden uns wünschen, dass mehr solche Berufsbilder noch entstehen. Gerade in den Digitalisierungsthemen, glaube ich, gibt es da richtig Bedarf. Ich kann fortführen mit einer Frage. Erst Dankeschön an alle Sachverständigen für die interessanten Vorträge. Irgendwo jetzt ist besser. An die beiden Herren Maaßen und Hoffmann, gehe ich zu Recht in der Annahme verstanden zu haben, dass Sie einen, sagen wir es höflich, Modernisierungsrückstau und Investitionsrückstau bei den Berufsschulen ausmachen? Haben wir so richtig verstanden an dem Punkt? Und wenn nein, möglicherweise warum nicht? Aber Sie haben ja jeweils unterschiedliche Antworten gefunden. Sie, Herr Maaßen, haben gefunden die Antwort digitale Ausbilder. Sie haben selbst sozusagen jemanden geholt, der Ihnen die Ausbildung im Haus einer, sagen wir, IT-Spezialistenposition aus neu in Anführungszeichen konfiguriert. Habe ich das richtig verstanden? Was war die Motivation? Sie, Herr Hoffmann, haben dieses FADZ gegründet. Eine bewusste Kooperation mit Hochschulen und mit Politik. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen entstanden und inwieweit sehen Sie in den Hochschulen auch strategische Partner bei der Modernisierung der Ausbildung? Danke. Also dieses Zentrum, das wird erst gegründet oder ist gerade in Gründung, in dieser Woche ist Gründungsversammlung. Aber das ist natürlich, das ist richtig ein Zentrum, das dann auch mit der Hochschule Coburg zusammen betrieben wird. Also da wird auch gelehrt. Also das ist auch zu sehen als Lehrstätte von der Hochschule. Aber auch als Ausbildungszentrum jetzt zum Beispiel für unsere Auszubildenden oder für Techniker oder Ingenieure, die dann auch in diesem Zentrum Ausbildung machen. Wer ist denn auf wen zugegangen? Wer ist denn aktiv geworden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind auf die Hochschule zugegangen und auf die Politiker zugegangen. Wir Unternehmer. Selbsthilfeeinrichtung oder Initiative in Anführungsstrichen? Ja, es ist eine Initiative von Unternehmern, ja. Okay, danke. Vielleicht noch kurz ergänzt, ja, Sie haben das völlig richtig verstanden. Das war Kritik an den Berufsschulen, auch eine, die ich sehr deutlich aussprechen will.
Der digitale Ausbilder ist ein Stück das Sinnbild für diesen Reparaturbetrieb, von dem ich sprach, für Schule in dem Fall. Also wir haben sozusagen eigenständig gesagt, wir müssen was tun. Und es knüpft an vorhin, das muss man sich dann eben auch leisten können. Können Sie der Beobachtung, die wir im Institut sammeln, zustimmen, dass es Potenziale werden darin gesehen, dass die Auszubildenden manchmal digital affiner sind als diejenigen, die ausbilden, Fragezeichen, dass dort Impulse quasi in beide Richtungen gehen können? Fragezeichen. Also das würde ja sehr für das von mir vorhin kurz angesprochene Cross-Mentoring sprechen. Ja, das, glaube ich, müssen wir viel, viel mehr hinkriegen, dass da, wo digitale Impulse in der DNA auch neuen Generationen drin sind, dass wir das nutzen, sie in die analoge Generation zu bringen. Deswegen, da würde ich sehr, sehr stark für plädieren, dass das passiert. Es gibt einen ganz kleinen Kreis von Auszubildenden, die das mit ihren Berufsschullehrern, nee, stimmt nicht, mit ihren Hochschullehrern vereinbart haben an der dualen Hochschule, dass sie sich über so Zukunftsthemen der Digitalisierung, das sind dann insbesondere, welche App ist gerade in etc., austauschen in einem Abendtalk oder Ähnlichem. Das fand ich auch so im Sinne von generationsübergreifender Austausch, mal ein bisschen Lernen voneinander, Best-Practice-Ansatz etc. einen sehr interessanten Weg. Ja, vielen Dank an die FDP-Fraktion. Dann fahren wir fort mit der Fraktion Die Linke. Herzlichen Dank. Ich will das Stichwort nachhaltige Berufsorientierung aufrufen. Deswegen meine Frage zunächst an Herrn Starke. Die Berufsorientierung bildet ja ab eine ziemlich fragmentierte Zuständigkeit bei uns. Also zum Beispiel die Schulen sind die Länder sind zuständig für die Schulen, für einen Teil der Finanzen. Die Bundesinstitutionen sind für Finanzierung zuständig. Wir haben eine breite Palette von Förderprogrammen, aus denen man sich immer mal was nehmen kann oder es auch lassen kann. Deshalb meine Frage, wie kann man nachhaltige Berufsorientierung sichern? Also welche gesetzlichen Regelungen beispielsweise, welche Finanzstrukturen, welche Ideen haben Sie dazu? Das Zweite, meine Bitte, wenn Sie die Brille sozialer Ungleichheit aufsetzen würden oder man kann auch sagen soziale Benachteiligung aus der Perspektive der jungen Leute selbst. Welche Erfahrungen haben Sie mit den jungen Leuten? Beispielsweise, wie gestaltet sich Berufswahlverfahren? Welche Unterstützungssysteme wären notwendig, um Erfolg zu sichern? Punkt. Gut, es war eben ziemlich viel Diskussion um die Ausbildung der digitalen Ausbilder und wie man das am besten macht. Das wundert mich ein bisschen, weil wenn ich jedes Mal die Ausbilder erst schule, bevor die das Wissen weitergeben, ist man ja in vielen Fällen immer zu spät. Und an der Stelle frage ich mich, inwiefern Ihre Ausbilder auch als Lerncoach agieren, weil dann die Sachen automatisch gemeinsam mit reingebracht werden und viel mehr Methodenwissen da reinkommt. Also das geht jeweils an Herrn Maaßen und Herrn Hofmann. Außerdem würde es mich interessieren zum Thema Weiterbildung, sage ich jetzt mal, wie lernförderlich die Arbeitsplätze eingerichtet sind, weil auch dort würde das integrativ stärker stattfinden. Und inwiefern dann eben auch in diese ganzen Prozesse der Veränderung die Mitarbeiter einbezogen werden. Wir machen erstmal die Antworten, weil sonst wird es gleich zu viel, ne? Auf ein anderes Thema. Dann würde ich sehr gerne auf die Fragen von Frau Bull-Bischoff eingehen. Zum einen auf die Berufsorientierung. Ist es richtig, dass wir ein sehr, sehr breites Band an berufsorientierenden Maßnahmen konkret in Sachsen-Anhalt vorfinden? Ich bin seit 11 Jahren Geschäftsführer der Bildungsakademie Leuna und der IBLM und seit 9 Jahren schwebt mir vor, seit 9 Jahren bin ich richtig ordentlich bei der Sache, nachhaltig für eine Berufsorientierung zu sorgen. In der Form, dass es sich unterscheidet von den Momentaufnahmen, weil wir in den Förderinstrumenten nur sporadische Maßnahmen haben von der Berufsorientierung. Und wir hatten ein sehr komfortables Modell mit dem UTP- und PA-Unterricht, was viele von Ihnen vielleicht noch kennen. Und die IBLM ist in Leuna aus der Polytechnik hervorgegangen. Und die Unternehmen, für die wir ja in der Größenordnung ausbilden,
kamen auf uns zu und sagten, welche Instrumente gibt es an Nachhaltigkeit, an Langfristigkeit und natürlich an Finanzierungsmodellen. Und wir sind in Sachsen-Anhalt nicht so gut aufgestellt, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Unser Verein hat sich bereit erklärt, das Modell seit 9 Jahren systematisch aufzuarbeiten aus den genannten Modellen, die ich in der Präsentation vorgelegt habe, dass wir seit 2 Jahren gegen viele Widerstände das Modell aufgebaut haben, was für meine Begriffe für Nachhaltigkeit plädiert, was den Unternehmen zugutekommt, was den wirtschaftsstarken Unternehmen zugutekommt und was der ganzen Region zugutekommt. Das ist der 14-tägige Rhythmus. Das heißt, die Schüler werden im Halbjahr 7-mal unsere Einrichtung besuchen, systematisch darauf aufbauend, um die Berufswahlentscheidung spätestens in der 9. Klasse, wenn wir den Übergang vom Verein IBLM zur Bildungsakademie Leuna in der 9. Klasse gewährleistet haben, dass die Schüler der 9. Klasse eine Berufswahlentscheidung treffen können, die laut Evaluation jetzt bei 80-90% liegt. Und ich denke, da haben wir was gekonnt, aber wir sind erst am Anfang eines langen Weges. Zu dem langen Weg gehört auch die Sicherstellung einer Finanzierung, die sich auf breite Schultern verteilt. Und das war das Engagement von uns konkret, dass wir eine Stiftung einbezogen haben, dass wir den Landkreis Saalekreis einbezogen haben, um die Schülertransportkosten zu sichern, dass wir Ministerium für Bildung einbezogen haben, konkret 5.000 Euro pro Jahr pro Schule, das ist nicht allzu viel, und einer Beteiligung von den Vereinen mit 20%. Und langfristig lässt sich so ein Modell auf solchen glatten Geläuf nicht durchführen. Und deswegen bitte ich darum, ein Modell, was von Nachhaltigkeit geprägt ist, gemeinsam mit vorhandenen starken Bildungsdienstleistern, die es gibt, in den Regionen so zu unterstützen, dass die Schulen und letzten Endes die Schüler, um keine Reparaturwerkstatt zu werden, tatsächlich in den Nuss kommen von der 7. Klasse an. Ich denke an das Modell Bravo bis hin zur 8., 9., 10. Klasse für die Gymnasien dann eine gesicherte Berufsorientierung zu erfahren. Konkret läuft ja in Sachsen-Anhalt die ESF-Förderung RUMSA, regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt. Darüber kriegen wir ein 3/4 unserer Gelder ein, aber lange nicht das Geld, was benötigt wird, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, auch in den nächsten Jahren. Und die nächste Förderperiode läuft ab nächstem Jahr. Die Antragstellung von uns muss kommen. Und das sind die gleichen Ansprüche wie vor 2 Jahren, wie vor 5 Jahren, dass wir im Moment auf der Stelle treten. Ich habe vorhin dem jungen Herrn mit der Brille, mit dem Bart schmunzelnderweise erlebt, weil ich mir vorstellen kann, das Schmunzeln kam hervor, weil es um die Finanzierung der Berufsorientierung ging. Ich sagte vorhin bewusst, dass die Berufsorientierung von jedem angesprochen wird, von jedem gewollt wird, aber sie muss finanziert werden. Und das ist im Moment das dünnste Eis, was wir bei uns haben in der Form der nachhaltigen Berufsorientierung. Ja, Prozessveränderungen, das ist natürlich ein Thema und da muss man die Mitarbeiter natürlich mitnehmen. Also bei uns gibt es schon seit Jahren einen richtigen Change-Management-Prozess. Also es gibt ein Strategieteam. Die Strategie wird nicht vom Unternehmer, sondern von dem Team. Das Team hat dann wieder Arbeitsgruppen und das Ganze bringen wir natürlich dann runter bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter, auch natürlich auch den Auszubildenden. Es gibt in den Betriebsversammlungen dann Marktplätze, wo sich über die einzelnen Themen sich gezielt informiert werden kann. Also auch jeder von der Putzfrau zum Auszubildenden. Das ist kein Problem. Zum Ausbilden der Ausbilder, da müssen wir natürlich reagieren. Wir können ja nicht, bevor wir die neuen Techniken kennen, die Ausbilder schon ausbilden. Also wir hinken da immer etwas hinterher. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich hatte die Frage nach dem Lerncoach. Wie viel Lerncoach agieren die Ausbilder als Lerncoach? Also statt frontal, also ich weiß jetzt nicht, wie bei Ihnen die Ausbildung abläuft, aber eben die Idee des Lerncoaches ist ja noch mal erheblich anders, als wenn man jetzt, also die Frage ist, in welcher Philosophie agieren die Ausbilder?
Also die Ausbilder sind schon, wie Sie schon sagen, also eher Lerncoaches. Also wir nehmen die Auszubildenden natürlich vor allen Dingen, die Schwächeren dann mit und helfen noch und machen auch theoretische Ausbildung bei uns in der Ausbildungswerkstatt und auch Hilfestellung auch während der Arbeitszeit. Also Nachhilfe und so weiter. Darf ich dann ergänzen zu dem Thema? Ich würde sogar weitergehen und sagen, nicht nur Lerncoach, sondern auch Entwicklungscoach. Das zieht sich nicht nur durch unsere Berufsausbildung, sondern auch durch die Weiterbildung. Wir wollen weg von dem defizitorientierten Ansatz, den wir, glaube ich, in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland viele, viele Jahre gesehen und haben und immer noch sehen, hin zu einem Stärken-Stärken-Ansatz, also wirklich auf das Thema Stärken, die in der jeweiligen Kompetenz oder dem Kompetenzset jedes einzelnen Mitarbeiters liegen. Vielleicht mal in einem ganz konkreten Beispiel. In der vernetzten Fabrik ist es sehr wichtig, dass der Kunde weiß, wo sind eigentlich meine Teile gerade irgendwie unterwegs. Und Trumpf hat ein Start-up-Unternehmen gegründet, entwickelt, das sich mit dem Thema, wie finde ich ein Teil in meiner Riesenfabrik beschäftigt. Das Stichwort heißt Track and Trace, also nichts anderes als ein auf dem jeweiligen Kundenauftrag angebrachtes Teil, das über GPS ihnen sagt, wo sie sind. Wenn der Ausbilder dieses Thema seinen Auszubildenden beibringen möchte, und das meine ich jetzt nicht im Sinne eines Frontalunterrichts, sondern im Sinne von Erleben, dann muss er selber erstmal möglichst in der Entwicklung und Ausgestaltung dieser Themen dabei sein. Das heißt, wir versuchen gerade bei dem digitalen Ausbilder, dass er in Entwicklungsprojekte hineinschauen darf, frühzeitig erkennen darf, ist dieses ein Thema, was wir in der Berufsausbildung dann auch umsetzen wollen und dann entsprechend überlegt, wie kann man das in den betrieblichen Alltag integrieren. Es macht ja auch keinen Sinn, dass man den Auszubildenden das dann nur zeigt und sagt, hier ist das, sondern sie müssen ja im Grunde verstehen, was ist der Gedanke dahinter, wie bauen wir es ein, was hat der Kunde davon, wo ist der Nutzen, was kostet es, etc., etc. Und das ist, glaube ich, so ein Ansatz, wo man wirklich sieht, wo wir diese Themen einbauen. Ein Satz nur noch zu Ihrer Frage Arbeitsplätze und wie weit darf der Mitarbeiter, so habe ich Sie verstanden, auch mitentscheiden, wie stellen wir das Thema um sozusagen auf diese neue Welt. Da sitzt uns, finde ich, völlig zu Recht auch immer wieder der Betriebsrat sehr im Nacken und zu Recht im Nacken, weil er sagt, wo ist denn die Partizipation der Mitarbeiter bei euren Ideen von neuen Welten und Gestaltung von Arbeitswelten. Und da hat sich bei uns sehr bewährt, dass wir das immer in einem Konsens tun aus Pilotgruppen, wo wir ausprobieren, wo dann Betriebsrat genauso wie HR die Unternehmensleitung mit beobachtet und schaut und was kommt bei den Mitarbeitern an und das dann regelmäßig erhebt. Ja, herzlichen Dank für diese Runde. Sie haben ja nachher nochmal die Möglichkeit nachzuhaken. Dann abschließend für diese Runde die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Stumpf, bitte. Ja, vielen Dank. Es ist ja kein Zufall und als Ingenieurin sage ich ganz bewusst leider, dass wir hier bei diesem Thema Leuchtturmprojekte, sage ich mal, bei der Digitalisierung in der Ausbildung drei große Einrichtungen haben aus der Metall- und Elektroindustrie, auch bei Ihnen Naturwissenschaften noch dazu und auch drei Herren sitzen haben. Das möchte ich auflösen. Nein, dafür können Sie nichts. Das ist eine Feststellung, kein Vorwurf. Aber ich habe es bewusst so formuliert, denn gerade in der Metall- und Elektroindustrie, da hat ja die Digitalisierung sehr früh begonnen und parallel dazu übrigens auch in der beruflichen Schule. Es fiel gerade das Wort Change Management. Mich würde interessieren, da Digitalisierung ja eben die Organisations- und Unternehmensentwicklung stark beeinflusst hat, haben Sie diese Veränderungsprozesse in den Unternehmen alleine gestemmt oder haben Sie sich externe Beratung geholt? Und das sage ich jetzt im Hinblick auf die Veränderung, die in den Schulen stattfinden muss durch die Digitalisierung. Glauben Sie, dass diese externe Begleitung und Beratung in den beruflichen Schulen ein wesentlicher Faktor ist, wenn wir sagen, wir wollen die Digitalisierung in den beruflichen Schulen, an der es ja offenbar mangelt, vorantreiben. Das ist das eine Thema. Dann haben Sie ja in Ihren Vorträgen auch durchaus zu Recht bemängelt, dass Sie, wie
das uns schon lange beschäftigt, Schwierigkeiten haben, Mädchen und Frauen für diesen Bereich zu interessieren. Und da würde mich interessieren, ganz konkret, wie sind denn die Anteile auch, Herr Starke, bei Ihnen in den Ausbildungen? Wie sind die Frauenanteile in diesen technischen Ausbildungen? Und ich will es einfach mal breiter machen, weil aus anderen Branchen niemand da ist. Wir sind ja für alle Branchen letztendlich zuständig. Was glauben Sie, welche Strategien führen denn dazu, dass wir gerade Mädchen für sogenannte Männerberufe und Jungs für sogenannte Frauenberufe mehr interessieren können, damit wir insgesamt hier eine bessere Mischung haben? Natürlich ist es jetzt nicht in Ihrem Interesse, Ihre Männer an die Frauenberufe zu verlieren, das weiß ich, aber wir sind ja für die ganze Breite zuständig. Gibt es auch Konzepte, von den Rollenbildern wegzukommen? Und dann noch ganz bewusst auf Digitalisierung. Die Unternehmensprozesse werden ja verändert. Haben Sie auch ganz speziell Ausbildungsprozesse entwickelt, die ohne Digitalisierung nicht denkbar wären? Ich denke da zum Beispiel auch an Kommunikationsstrukturen oder an Modularisierung, die übertragbar sind, dann zum Beispiel auch in kleinere Betriebe. Und darauf kommt es auch mir noch mal an. Oder in die beruflichen Schulen, wo ja dann insgesamt wieder alle Auszubildenden aus allen Betriebsgrößen zusammenkommen. Wer fängt an? Ja. Also vielleicht so, weil Herr Hoffmann, glaube ich, die Frage noch konkret beantworten soll, wie er seine Transformation begleitet hat, extern, intern. Ich hatte am Anfang erwähnt, wir haben in den letzten 9 Monaten 1.300 Führungskräfte geschult, 2 Tage, zum Thema Digitalisierung. Das haben wir nicht am Arbeitsplatz gemacht. Wir haben das sowohl in den USA wie auch in Asien an jeweils 2 Standorten gemacht. Ansonsten die europäischen Mitarbeiter alle in die Zentrale nach Ditzingen geholt. Wir haben das mit externer Begleitung gemacht, aber selber dann diese 2 Tage gestaltet. Und ja, diese 2 Tage waren insbesondere ein Gespräch und ein gemeinsames Lernen über Veränderung. Veränderung der Organisation, der Kultur und der Kompetenzen. Und nur am Rande haben sie, also programmiert hat keiner, wir haben mit App in an Hour eine Übung gemacht, wo man mal gesehen hat, wie sowas eigentlich entsteht, um einfach auch ein bisschen mehr technisches Verständnis und Digitalisierungsverständnis zu wecken. Aber im Grunde genommen war es ein Change-Seminar. Und das ist auch sehr wichtig, weil ich glaube, nur so kriegt man nicht nur den Kopf erreicht, sondern kriegt die Leute auch mitgenommen auf diesem Prozess. Und natürlich darf es da nicht stehen bleiben, das heißt, die Nachbearbeitung aus diesen Workshops heraus ist uns sehr, sehr wichtig. Ich kann mir vorstellen, das war ja Ihre Frage, dass man genauso auch bei den Schulen vorgeht. Indem man nicht versucht, hier irgendwo ein bisschen zu drehen und da zu drehen, sondern mit einem übergreifenden Prozess sagt, die machen jetzt auch mal, ob 2 Tage, 2 Wochen oder was auch immer, in einem Setup, das nicht innerhalb des Normalen stattfindet, eine Fortbildung zum Thema Digitalisierung, Transformation, digitale Transformation. Das wäre durchaus ein Ansatz, den ich mir vorstellen könnte. Fragen Sie mich nicht, wer es finanziert und wer es machen soll, etc. Das ist ja nicht mein Thema. Dazu Ergänzung noch? Kann ich vielleicht gleich dazu sagen. Natürlich haben wir auch unseren Change-Management-Prozess von externen Begleitern entlassen. Der ist ja noch im Gange. Und lassen den auch von externen Begleitern begleiten. Das ist für einen kleinen Betrieb natürlich absolut wichtig. Außerdem bringt ja gerade der externe, wenn es ein guter ist, und da gibt es wirklich gute, richtige Impulse und bringt erstmal den Kopf richtig frei. Und ich denke, das ist für die Schulen vielleicht auch ganz gut, mindestens zum Anstoß. Aber wir lassen es bis jetzt noch begleiten, also über 5 Jahre mit verschiedenen Beratern, weil wir denken, mit externen Inputs ist das für uns viel besser. Noch zu den Mädchen- und Frauenberufen. Wir versuchen das, also Girls Day machen wir natürlich auch schon immer und wir versuchen alles, diese technischen Berufe den Frauen schmackhaft zu machen, weil es hat bis jetzt sich wunderbar bewährt. Also wir haben nur gute Ergebnisse, wir haben nie schlechte Ergebnisse. Aber unser prozentualer Anteil ist vielleicht 20%, aber maximal. Ja, ich hatte ja mehr schon gesagt, schaffen wir einfach nicht. 25% bei uns. Wobei, Sie haben das jetzt sehr gut beantwortet, Herr Hoffmann, weil ich war eher geneigt, etwas kretziger zu reagieren und zu sagen, wahrscheinlich haben Sie es gemeint, aber wir sprechen immer über Frauenförderung und ich glaube, was dahinter steckt, ist ja das Thema Vielfalt und Diversität.
Mir wäre es einfach auch ganz wichtig, auch mal auf die anderen Aspekte zu schauen und es nicht immer nur zu begrenzen auf das sicher wichtige Thema, wie bekommen wir Mädchen rein, die Technologie. Naja, auch mit Blick natürlich auf ein Männerpodium, das hier sitzt. Es gibt ja auch noch andere Aspekte. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, an der Stelle zu betonen, ist, wir sind im Moment mehr dabei, uns tatsächlich um die anderen Aspekte Gedanken zu machen. Ich habe das Thema Cross-Mentoring, also Zusammenarbeit von Jung und Alt. Wir sind sehr der Frage nach, wie wir es schaffen, Inklusion besser zu betreiben im Unternehmen, wo wir sehr stark auch durch das Engagement natürlich der Inhaberfamilie etwas tun. Wir machen sehr viel für das Thema Geflüchtete, auch ein extrem schwieriges Feld. Also wenn ich sozusagen meine Zeit aufteilen sollte, dann wäre es im Moment nicht so sehr noch die nächsten Frauen in den Beruf zu kriegen. Wobei das ein ganz, ganz wichtiges Feld natürlich bleibt. Von den technischen Berufen nehmen ein Drittel der Frauen diese in Anspruch. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Herr Maaßen, Sie haben diese Modularisierung der Berufe angesprochen. Ich selber bin Berufsschullehrerin und habe etliche Reformen mitbekommen. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal so ein System, das war die Grundstufe, Fachstufe 1, Fachstufe 2. Und es wurde je nach Berufsfeld erst nach der Grundstufe oder sogar nach der Fachstufe 1 differenziert. Damals hat die Industrie großen Druck ausgeübt darauf, dass dieses System geändert wurde. Und wir haben diese Diversifizierung der Berufe. Damals hatten wir geburtenstarke Jahrgänge. Und jetzt sagen Sie, wir brauchen gerade die gegenteilige Entwicklung. Jetzt im Hinblick auch wiederum auf die kleineren Unternehmen, und die Frage ist unbeantwortet geblieben, wie lassen sich denn Ihre Modelle jetzt auf kleinere Unternehmen übertragen? Welche Strategie sehen Sie jetzt da im Hinblick auf Digitalisierung in der Ausbildung und auch in der Fortbildung, das kann man ja nicht getrennt voneinander denken, tatsächlich für realistisch und übertragbar? Also ohne da jetzt direkt mit Kollegen drüber gesprochen zu haben, kann ich mir vorstellen, dass gerade das Thema Modularisierung auch in den kleineren Unternehmen hilfreich sein würde. Warum? Ich habe eben berichtet, wir haben 9 Studiengänge und 8 Ausbildungsberufe. Das ist für mich eine Komplexität, die ich selbst in einem Unternehmen unserer Größenordnung eigentlich nicht haben will. Ich hätte das gerne viel weniger komplex und würde mir gerne viel weniger Gedanken machen, mit welchen Berufsschulen, mit welchen Hochschulen ich hier kooperieren muss, weil ich zumindest in dieser ersten Stufe der Ausbildung gerne etwas Gemeinsames hätte. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum das für ein Kleinstunternehmen anders sein sollte. Ich glaube, dass die eigentlich eher sogar noch davon profitieren, weil wir können uns ja bestimmte Dinge leisten, ob unserer Größenordnung, die ich mir im kleinen Unternehmen nicht mehr vorstellen kann. Ja, herzlichen Dank auch an die Fraktion der Grünen. Damit haben wir die erste große Runde beendet. Das hat soweit ganz gut funktioniert, wie ich finde. Und wir kommen jetzt zu einer zweiten Runde. Jetzt 5 Minuten, wo gerne das nochmal aufgearbeitet werden kann, was jetzt auch von den anderen Fraktionen gefragt wurde. Und das Wort hat erneut die CDU-CSU-Fraktion. So, und bei uns macht das Frau Thiemann, Frau Dorn und Herr Born. Ja, von mir Fragen, die auch einfach mit Ja und Nein beantwortet werden können. Haben Sie trotz der von Ihnen geschilderten Situation ermaßen ausreichend Bewerber für die von Ihnen vorgesehenen Stellen im Bereich der Ausbildung? Ja. Herr Hofmann? Ja. Bei Ihnen? Ja. Prima. So, zweitens beteiligen Sie sich an der für meine Begriffe sehr schönen Aktion Jugendforschschüler experimentieren. Also Schüler, Jugendforsch natürlich als Initiative. Ja, wir haben bei Jugendforsch jetzt über viele Jahre mitgemacht. Ich glaube, wir haben dieses Jahr ausgesetzt. Insofern nageln Sie mich bitte nicht fest. Es kann sein, dass wir gerade im Moment nicht dabei sind. Ich glaube, wir sind dabei. Bin aber nicht. Also für die nächsten Ausführungen würden wir uns das wünschen, weil ich finde, es ist eine sehr schöne Verbindung, gerade wo Unternehmen sich ja auch für die Zukunft ihrer Auszubildenden oder ihren Nachwuchs ein bisschen fördern können. Das Dritte ist, sehen Sie den Digitalpakt, den wir ja auf Bundesebene beschlossen haben, für die Kommunen und dafür das Grundgesetz geändert haben, schon als ein gewisses Hilfspaket für die Schulen, um Voraussetzungen zu schaffen, dann um für die berufliche Bildung vielleicht etwas mehr Voraussetzungen zu haben?
Das war das dritte und das vierte. Ist ja aber eine legitime Antwort? Ja, natürlich. Okay. Gut. Ja, aber es reicht nicht aus. Okay. Das sehe ich ähnlich. Ja, ich sehe es ähnlich, aber es hilft schon. Gut, bedarf sicherlich noch ein bisschen Diskussionen, aber es ist natürlich ein richtiger Schritt, also ein Schritt in die richtige Richtung. Und das vierte, dafür möge man mich hier nicht steinigen, wir diskutieren gerade in einer Untergruppe unserer Enquete-Kommission, ob wir die Prüfungssituation gegebenenfalls verändern, dass man den Teil der Berufsschulen einfach mehr in die Waagschale nimmt als Bestandteil der Prüfung und dann den beruflichen Teil eben aus Sicht der Kammer. Sie können sich vorstellen, dass da meine Antwort Nein lautet. Meine natürlich auch, weil für uns ist es einfach wichtig, als Unternehmer die Praxis in der Prüfung zu sehen. Und die Theorie schon auch, die sehe ich auch. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, ich stelle ja auch Leute ein, die nicht bei uns ausgebildet worden sind, dann sehe ich natürlich die Prüfung. Da sehe ich auch, was er in der Praxis und in der Theorie natürlich macht. Und ich sehe ja auch die Berufsschule. Ich sehe ja das Zeugnis von der Berufsschule. Also besser kann ich es dann als Unternehmer nicht haben. Frage an Herrn Maaßen, anknüpfend an zwei Ihrer Thesen. Synergien der zielgerichteten Berufsorientierung brauchen einen Joint Focus zwischen Lehrern und Vertretern der Wirtschaft. Weitere These, Berufsorientierung muss gestärkt werden durch Placement- oder Placement-Center in den Schulen, Schulpraktika, Praktika im Unterricht. Sie sind ja in Baden-Württemberg vertreten. Wie nehmen Sie die Arbeit der Bundesagentur auf diesen Feldern wahr, die ja hier ein dezidiertes Engagement hat? Was ist da defizitär? Was wünschen Sie sich da als Unternehmen mehr als Unternehmensvertreter? Und wie nehmen Sie die Arbeit des Netzwerks Schule Wirtschaft wahr, das ja gerade in Baden-Württemberg auch ausgesprochen stark aufgestellt ist und das ja zum Beispiel auch bundesweit ein Berufswahlsiegel an Schulen vergibt, die gute Berufsorientierungsarbeit leistet und den Prozess stimuliert. Was können wir da noch besser machen? Ich frage als Mitverantwortliche von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Ja, gar nicht. Ja. Dann in aller Kürze und ganz schnell. Herr Hofmann, Sie haben gesagt, 3D-Druck ist wichtig bei Ihnen. Sind aktuell die Ausbildungsordnungen in der Lage, dass Sie in dem Betrieb entsprechend ausbilden können? Und an Herrn Maaßen die Frage, Sie haben kurz geschildert, dass Sie eine Gesamtschullehrerin für, ich weiß es nicht mehr ganz, 4 Wochen oder Monate bei sich. Wie haben Sie die Schule dazu gebracht? Danke. Gut. Frau Dorn, beides, was Sie erwähnt haben, sind für mich Leuchttürme. Das heißt, die einzige Antwort ist ausrollen. Mehr machen. Ich bin sehr angetan übrigens, weil ich ursprünglich aus Bayern komme und da eher die letzten Jahre und Jahrzehnte gesehen habe, dass Baden-Württemberg hier gerade mit der Bundesagentur sehr, sehr eng im Schulterschluss steht und da sehr viele positive Initiativen hervorkommen. Ich habe noch nie so intensive Gespräche auch mit auch guten Vertretern der Bundesagentur geführt. Und ich finde solche Leuchtturmprojekte wie Schule Wirtschaft und ähnliche, auch die Wissensfabrik gehört aus meiner Sicht mit dazu, sind Themen, die lohnt es sich weiter auszurollen. Die Frage, wie haben wir das mit der Schule geschafft? Wir gar nicht, sondern das ist ein Projekt der Dieter-von-Holzbrink-Stiftung, bei dem sich Schulen bewerben können, bei diesem Projekt mitzumachen. Und die müssen dann halt über die Monate spricht man bei Lehrern auch von Lehrdeputat, bin ich ganz sicher, reduzieren, werden also freigestellt von der Schule, um dann in den Unternehmen zu arbeiten. Das ist konkret ein Tag die Woche. Also wir reden hier über 4 Monate, an dem die Lehrerin einen Tag pro Woche bei uns im Unternehmen mitarbeitet. Ja, also für uns ist es kein Problem, in unserer Ausbildung das 3D-Druck mitzulernen. Das funktioniert voll im Lehrplan. Auch in unserer Berufsschule sind übrigens 3D-Drucker, wo auch die Jungs mindestens einmal reinschnuppern können. Also auch von anderen Betrieben. Das ist schon möglich. Danke sehr. Dann wechseln wir wieder zur SPD-Fraktion, bitte. Ich habe auch noch mal eine Frage zur Berufsorientierung. Ich höre das immer wieder. Auch Sie, Herr Hofmann, haben die Forderung, also gerade von den Arbeitgebern, vor allen Dingen im Gymnasium,
auch mehr Berufsorientierung zu machen. Ich habe da auch inhaltlich überhaupt kein Problem mit. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, welche Defizite konkret erhoffen Sie sich eigentlich damit zu adressieren? Also was ist eigentlich besser, wenn wir bessere Berufsorientierung haben? Also haben wir geringer, weniger Ausbildungsabbrüche? Entscheiden sich mehr Menschen gegen ein Studium und für eine betriebliche Ausbildung? Was passiert da? Also welche Defizite, unter denen Sie aktuell leiden, hoffen Sie zu verbessern mit einer anderen Berufsorientierung? Also für uns sind es natürlich die Abbrüche. Also wir haben eine Abbruchquote von vielleicht 2%. Das ist, denke ich, sehr gut. Aber wir haben auch über die Hälfte unserer Auszubildenden waren bei uns im Berufspraktikum für eine Woche. Und ich denke, in der Schulzeit sollte zweimal eine Woche, da kann man ja unterschiedliche Neigungen sich mal anschauen, sollte möglich sein. Und für die Jungs und Mädchen ist es natürlich ideal, einfach zu sehen, das ist was für mich, vielleicht ein technischer Beruf. Und dann macht er in der Pflege und sagt, okay, das ist vielleicht nichts für mich oder umgekehrt. Also es kann ja nur Win-Win-Situation sein. Und genau in den Gymnasien, nur als Beispiel, meine Enkeltochter hat gerade voriges Jahr dieses kurze Gymnasium, dieses 12-jährige gemacht in Bayern. Von ihren Klassenkameraden und Kameradinnen hat sie als Einzige das Studieren angefangen. Die anderen haben alle ein Ausjahr genommen, weil sie gar nicht wussten, was sie machen sollen. Und auch bei ihr war es so, gerade so, dass sie das gerade noch die Kurve gekriegt hat und eine Idee gehabt hat. Das kann ja eigentlich nicht sein. Es war auch nicht schlecht, wenn man sagt, ja, aber vielleicht kann man das ja integrieren in die Schule. Dann würde ich mich einmal anschauen, gab es denn auch von diesem Abiturjahrgang jemanden, der eine Berufsausbildung angefangen hat? Das ist natürlich leichter. In der Berufsausbildung haben schon einige angefangen. Ja, also das war jetzt aber nur, um den direkten Anschluss zu machen, weil das wäre für Berufsorientierung ja auch eine Möglichkeit. Ich wollte auch Herrn Hoffmann noch mal weiterfragen. Sie hatten ja auch einmal Einblicke in die Ausbildungszahlen in Ihrem Unternehmen gegeben auf der einen Seite und hatten gesagt, natürlich bleibt nicht jeder Auszubildende. Dennoch, wenn man jetzt mal so auf die letzten Jahre guckt, so 20-30% bleiben schon in Ihrem Unternehmen. Vielleicht machen Sie noch mal Zeit dazwischen, aber Sie sind als Fachkräfte wieder vorhanden. Insofern ist doch die Berufsausbildung durchaus auch ein Weg, um Fachkräfte zu rekrutieren. Ähnlich wie wir eben von Herrn Maaßen gehört haben, über die Printanzeige gewinnt man auch nach wie vor Leute. Wie könnte man denn noch mehr Betriebe letztlich davon überzeugen, dass auch die Berufsausbildung, ich sag mal, ein wichtiger Weg ist, um tatsächlich von vornherein die Fachkräfte zu bekommen? Weil so ein bisschen klingt es für mich so, es ist ganz okay, was wir da tun. Studium scheint attraktiver zu sein, aber diese Kooperation mit den Berufsschulen, da hakt es irgendwie ein bisschen. Ich habe noch nicht ganz rausgehört, sozusagen, wie können wir A, mehr Ausbildungsbetriebe gewinnen oder was kann in Berufsschule auch noch oder müsste besser laufen, um diesen Bereich der dualen Berufsausbildung zu stärken? Also ich denke, die duale Berufsausbildung funktioniert eigentlich wunderbar. Also in unserer Gegend gibt es viele Betriebe, die ausbilden würden, aber keine Ausbildungswilligen finden. Mhm. Also das ist, glaube ich, weniger das Problem. Da muss man einfach attraktiv sein, um die Jungs und Mädchen zu erreichen. Aber auch die Verbindung mit der Schule funktioniert gut. Wir haben auch Schule, Wirtschaft und auch Zusammenarbeit mit der Berufsschule direkt. Also wir sind da auf einer Linie und das funktioniert eigentlich wunderbar. Ich frage nach, weil die Frage zum Beispiel von Frau Dr. Thiemann war ja auch, das heißt, also die Berufsschule hat ja einen eigenen Stellenwert quasi auch im Kompetenzerwerb, so verstehe ich das jetzt schon, aber einen Ausweis jetzt auf ein Zeugnis von dem, was in der Berufsschule stattfindet, das haben Sie beide sehr stark abgelehnt. Darum noch einmal die Nachfrage, also was ist sozusagen der Haken an der Berufsschule in Ihrer Wahrnehmung? Also wir arbeiten also wunderbar mit der Berufsschule zusammen, okay. In allen Bereichen. Also das sind fast alle Fachlehrer, die bei uns im Betrieb schon waren. Selbst unser Konrektor hat bei uns im Betrieb eine Lehre gemacht. Ja, nicht verkehrt. vielleicht da noch kurz ergänzt. Mir geht es gar nicht um die Frage, sondern eher diesen Punkt Gewichtung. Es will ja keiner, dass das Berufsschulzeugnis nicht ein wichtiges Element ist, sondern in der Abwägung dessen, was in der Praxis gezeigt wird und dessen, was, weil das war ja die konkrete Frage, Umstellung der Prüfung, da würde ich sagen, nein, wir brauchen eigentlich noch eine Stärkung der praktischen Ausbildung, vielleicht auch dann der fachtheoretischen Teile der praktischen Ausbildung.
Das wäre mir im Moment wichtiger, als die Berufsschule sozusagen im Quotienten zu erhöhen in der Gesamtbewertung hinterher der Frage eines Erfolgs der Ausbildung. Das, was ja im Moment gar nicht stattfindet. Also es findet ja keine Einrechnung statt. Das ist richtig, ja. Ja, herzlichen Dank, SPD-Fraktion. Ja, waren schon oben, waren schon drunter. Dann wechseln wir wieder zur AfD-Fraktion, bitte. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich möchte mich auch noch mal an das anschließen, was Professor Dr. Kohlrausch gerade gefragt hat, Berufsorientierung, da hängt mein Gedanke noch dran. Ich habe von schulischer Seite Berufsorientierungsaktionen immer so erlebt, dass die jeweiligen Firmen und andere Institutionen geworben haben. Geworben haben natürlich, um zu rekrutieren, das ist schon in Ordnung. Und dann gab es auch eine Neigungsanpassung, also die jeweiligen Schülerinnen und Schüler konnten gucken, ob das zu ihnen passt. Meine Frage jetzt, können Sie sich auch vorstellen, dass es von Ihrer Seite zu höheren Aktivität kommt, in dem Sinne, dass Schülerinnen und Schüler merken, was sie schulischerseits leisten müssen, damit sie ihrer Neigung nachkommen können? Denn das habe ich auch schon erlebt, dass Schüler oder Schülerinnen nach so einem Praktikum plötzlich in der Schule anzogen. Also können Sie sich vorstellen, dass Sie in dieser Richtung vielleicht noch stärker wirken, als Sie das vielleicht sowieso schon tun? Ja, dann müsste man natürlich die Praktikums viel eher machen oder viel öfters machen. Wir machen sie ja jetzt normalerweise mit der 8. Klasse. Klar, da gibt es schon Steigerungen. Also wir motivieren die Jungs natürlich auch noch mal zusätzlich, ne? Dass sie mindestens die mittlere Reife schaffen müssen, um einfach dann eingestellt zu werden. Und die bekommen dann auch einen Einstellungsvertrag, wo das mindestens jetzt mal so gesagt ist. Ne? Ob wir es dann wirklich machen, ist immer noch dahingestellt. Aber man müsste ja dann viel eher schon anfangen, in viel niedrigeren Klassen. Haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Ja, meine Frage an Sie, Herr Hofmann. Sie haben ein Ausbildungszentrum für Ihre mehr als 50 Auszubildende und wahrscheinlich auch für Bestandsmitarbeiter zum Präsenzlernen. Haben Sie auch die Möglichkeit des Online-Lernens? Bieten Sie das an? Das heißt, dass Module auch von zu Hause aus mal sonntags bei Langeweile oder so bearbeitet werden können? Nein. Okay. Nein. Frage an Herrn Maaßen. Ich meine, sowas gelesen zu haben, dass es das bei Ihnen gibt. Ja, aber Vorsicht, nicht sonntags, sonst habe ich meinen Betriebsrat wieder im Nacken. Ja, ich habe gelesen, das ist nicht so ganz einfach mit dem Betriebsrat. Ja, genau. Ja. Das ist auch so. Also mobil ja. Wir haben vor einem knappen Jahr unser Lernverständnis mal grundlegend auf den Kopf gestellt und gesagt, wir kommen aus einer Welt, in der 80% Präsenzlernen ist, Classroom Training, und 20% irgendwie sich so in anderen Welten abspielt, und wir wollen zu 70-20-10, 70% on-the-job erfahrungsbasiertes Lernen am Arbeitsplatz, 20% durch Austausch mit rechts und links, also im Kollegenkreis, und 10% dann nur noch organisationales Lernen oder das, was wir so unter Training klassischerweise verstehen. Und das idealerweise zu 50% digital. Wie machen wir das konkret? Es gibt so kleine Lernnuggets, die dann über digital Lernen, also klassischerweise ein E-Training, verfügbar sind, die auch jetzt gerade, weil wir unsere IT umgestellt haben, auf privaten Endgeräten verfügbar sind, was auch eine schwierige Verhandlung mit dem Betriebsrat war. Und darüber kann dann jeder Mitarbeiter sich den Online-Katalog ziehen und entsprechend lernen. Das wollen wir sehr bewusst unterstützen. Ich gehe davon aus, der Betriebsrat schaut sich das an. Deshalb noch eine Frage von mir. Haben Sie die Absicht, das lebenslange Lernen, das heißt die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter, in dem Zielmanagement zu verankern? Und wie machen Sie das Erfolgsmonitoring? Ja, also wir machen es ein bisschen anders. Wir geben jedem Mitarbeiter 1.000 Bildungspunkte pro Jahr. Das entspricht 1.000 Euro umgerechnet auf die Angebote, die wir alle bepreisen, weil wir auch möchten, dass ein Mitarbeiter die Qualität und den Wert und den Preis von Bildung zu schätzen weiß. Und den kann dann jeder Mitarbeiter nutzen. Was wir noch nicht haben, und das wird jetzt der nächste Schritt sein, ist das zu koppeln sozusagen an ein Monitoring-System. Ja, also auch zu schauen, was hat sich denn hinterher verändert. So diese ganze Nachverfolgung einer Bildungsreise, das ist uns klar, dass wir da ran müssen, aber so weit sind wir noch nicht. Dann noch einen kurzen. Sie haben über Change Management gesprochen, auch dass Sie 1500 Führungskräfte durchgeschleust haben. Das Thema bei Digitalisierung, sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist Mindset. Haben Sie vor oder praktizieren Sie schon, dass Sie
innerbetriebliche Fazilitatoren, also Führungskräfte, die durch das Unternehmen rennen, mit diesem Thema Digitalisierungsmindset beauftragen und somit streuen im Unternehmen. Danke. Ja, das haben wir auf verschiedene Art und Weise. Wir haben uns beteiligt einmal in der Kooperation mit ADA. Das ist eine Digitalisierungsinitiative von der Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche, wo 12 Unternehmen jeweils 30 bis 40 Mitarbeiter für ein Jahr auf eine gemeinsame Lernreise schicken. Die sollen dann als Multiplikatoren ins Unternehmen hineinwirken. Das ist sozusagen die Digitalisierung, die wir außerhalb der Trumpfbandbreite sehen, weil da geht es um alles Mögliche, aber nicht um unsere Produkte und unsere Geschäftsfelder. Und unser eigener Anteil besteht darin, dass wir in jedem Bereich einen Digitalisierungsbeauftragten haben, der sich diese Themen annimmt, der also aus dem, was jetzt in diesen Workshops gelernt wurde, in seinen Einheiten weiter als Multiplikator agiert. Ja, besten Dank. Wir wechseln zur Fraktion Die Linke. Entschuldigung, ja. Mein Fehler, ich habe die FDP übergangen. Das war natürlich ein Versäumnis. Die FDP-Fraktion, bitte. Meine Also ich möchte sagen, unter 5%. Unter 5%. Dito, 2-3%. Ein sehr, sehr geringer Anteil. Was machen Sie mit diesen ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Die Zahl ist ja ungewöhnlich niedrig für gewerbliche Betriebe. Welche Möglichkeiten der Berufsausbildung haben die? Der Weiterbildung, meint ihr jetzt? Der Berufsausbildung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ungelernte Arbeitskräfte eigentlich nur zum Teil im Lagerbetrieb, ganz, ganz wenig aber. Auch das sind meistens Logistiker, gelernte Logistiker. Wir haben Putzfrauen. Da ist natürlich die Weiterbildung, natürlich werden die weitergebildet, aber jetzt halt im Fachlichen nur. Da gibt es eigentlich kein Programm bei uns. Ja, eins zu eins ähnlich. Es gibt ganz, ganz wenige Tätigkeiten, die wir im ungelernten Bereich selber noch anbieten. Das ist teilweise Fremdfirmenvergabe, wo wir, und das ist vielleicht die Verantwortung im Familienunternehmen, mit den Lieferanten versuchen, Kooperationen zu vereinbaren, was Mindeststandards auch in Bildung angeht. Ein schwieriges Unterfangen. Aber selber, wir haben einen ganz geringen Anteil im Lager, die keine Fachlogistiker sind und die wir versuchen, dann in eine Berufsausbildung hineinzubringen. Das ist aber bisher im Versuchsstadium stecken geblieben. Auch eine Frage von mir an Herrn Hofmann, Herrn Maaßen. Nur einen gleichen Perspektivenwechsel, ähnlich wie eben der Kollege von der AfD. Wir haben bisher ja überwiegend gesprochen über die Qualifizierung für die Digitalisierung. Gleichzeitig eröffnet durch die Digitalisierung neue Qualifizierungsformen, Formen der Darreichung, Blended Learning, Mobile, Apps, Web-based Training und all das. Und das eröffnet natürlich völlig neue Schnittstellen auch zwischen der, sagen wir, Erstausbildung und der Weiterbildung, in Anführungsstrichen. Gibt es da in Ihren Unternehmen quasi eine Systematisierung dieser neuen technologischen Möglichkeiten in der Form der Wissensgenerierung? Dankeschön. Es ist etwas, mit dem wir uns im Moment gerade ganz intensiv beschäftigen durch diese Veränderung des von mir gerade beschriebenen der Lernphilosophie. Weil dieser Teil der 70%, der ist natürlich einerseits Lernen am Arbeitsplatz und Lernen aus Erfahrung, aber ist eben auch Unterstützung durch die 10%, beispielsweise durch digitale Lerninhalte. Und wir haben einen Katalog aus den Kompetenzen, aus dem Kompetenzmodell von Trumpf abgeleiteten Skills. Und für diese Skills beschrieben, welche Teile davon kann ich digital lernen. Im Grunde genommen versuchen wir alles, was heute Lernkatalog ist, wo wir Leute einladen, zusammenholen, im Training zu digitalisieren. Immer mit der Frage, geht das? Und wenn ja, mit welcher Lernform geht das? Da entstehen mehr Hybride im Moment, als dass wir wirklich konsequent von Classroom auf digital umschwenken können. Aber das Ziel ist, deutlich mehr Trainingsangebote im digitalen Bereich zu haben. Das glaube ich, im letzten Jahr von 30 Learning Nuggets, die digital waren, immerhin auf 300 jetzt gestiegen. Das ist also schon eine ganz gute Steigerung, immer noch zu wenig. Aber eigentlich müssen Sie dann ja auch eine Art Skill Monitoring
als Grundlage dafür haben, was Sie dort an Umsteuerung vornehmen. Ja. Die Diagnostik der Bedarfe müssen bei Ihnen ja dann auch quasi mitwachsen. Ja, schön wäre es, wenn das schon so systemisch wäre. Also im Grunde würde ich ja kommen aus einer strategischen Personalplanung, würde aus der strategischen Personalplanung sagen, was sind die Bedarfe der Zukunft, was sind die Kompetenzen, die ich für diese Bedarfe brauche und wie sieht ein Ausbildungsweg dahin aus. Das Konstrukt gibt es theoretisch, das ist aufgeschrieben. Wir versuchen uns jetzt mit einzelnen Punkten dem zu nähern. Aber das ist noch ein relativ weiter Weg, weil gerade dieser erste Schritt im Moment noch nicht da ist. Wir haben gerade umgestellt, auch auf eine Dreijahresplanung überhaupt im Unternehmen mal zu versuchen, einen weiteren Horizont zu erzeugen. Und darauf jetzt die Personalplanung abzustellen, wird der nächste Schritt sein. Die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten ist ja ein Schlüsselthema bei der Digitalisierung. Wie stellen Sie sicher, dass die Digitalkompetenz der Betriebsräte und die digitalen Herausforderungen der Firma Trumpf sich parallelisieren? Ja, die Einladung zu diesem Jahresthema, zu diesen Digitalworkshops, haben wir auch an die Betriebsratsgremien ausgesprochen. Die sind also mitgegangen, sozusagen die einzigen Nicht-Führungskräfte, die in den Veranstaltungen waren. Wir haben sie bewusst immer ein oder zwei in die Veranstaltung eingeladen. Die Grundidee war erst, der Betriebsrat hätte gerne ein eigenes Team gehabt, einen Workshop für sich. Und ich habe gesagt, nein, das macht keinen Sinn. Wir möchten gerne, dass ihr euch da integriert, damit ihr auch in der Diskussion hört von den Führungskräften, was sind denn die Befürchtungen von Digitalisierung, was sind die Herausforderungen, vor denen die Führungskräfte stehen. Und das hat relativ gut funktioniert, weil alle Konzernbetriebsratsmitglieder in diese Schulung auch tatsächlich gegangen sind und auch mit dabei waren. Und jetzt so eine Bewegung im Betriebsrat entstanden ist, zu sagen, wo wollen wir denn in der Digitalisierung mitreden? Und wir haben jetzt vor 3 Wochen ein Leitpapier Digitalisierung mit dem Betriebsrat abgeschlossen, wo wir die Eckpfeiler fürs weitere Vorgehen bei dieser Reise Digitalisierung, Transformation verabredet haben mit dem Betriebsrat. Und hoffen dadurch auch, um Einzelbetriebsvereinbarungen ein Stück weit rumzukommen. Weil unsere Betriebsräte im Moment im Konzert anderer Unternehmensbetriebsräte sehr angestachelt werden, Einzelbetriebsvereinbarungen für jeden Aspekt von Digitalisierung abschließen zu wollen. Und das würde uns natürlich extrem lähmen bei dem, was wir vorhaben. Danke sehr. Dann kommen wir jetzt aber zur Fraktion Die Linke, bitte. Ja, danke schön. Ich würde gerne noch mal den Fokus auf die Vielfalt der Auszubildenden richten. Wir hatten ja jetzt schon die jungen Frauen angesprochen, die etwas unterrepräsentiert sind in ihren Unternehmen. Jugendliche mit Migrationshintergrund, würde ich meinen, dürften eine größere Rolle spielen, wegen der Internationalisierung ihrer Firma auch. Aber ich würde insbesondere gerne noch mal nachfragen, wie ist das mit den jungen Menschen mit Handicaps? Bilden Sie, Herr Maaßen, Herr Hoffmann, in Ihren Unternehmen Jugendliche aus mit Handicaps? Wie würden Sie diese Handicaps beschreiben? Und ich würde gerne wissen, in welchen Ausbildungsformen die jungen Leute ausgebildet werden. Wir haben ja die Möglichkeit anerkannter Ausbildungsberufe. Wir haben 2-jährige Ausbildungsberufe und auch nach dem Berufsbildungsgesetz, die § 66 Sonderausbildungsregelung. Spielt das für Sie überhaupt eine Rolle? Das zunächst mal. Und dann würde ich daran anschließen gerne, ist es Ihr Bestreben, diesen Anteil zu erhöhen? Und welche Strategien verfolgen Sie da? Unser Ziel ist, dass wir einen erstens mal Minimum so großen Anteil haben, dass wir keine Ersatzabgabe zahlen. Das erreichen wir auch sehr locker. Ja. Mhm. Wir machen das ausschließlich in den anerkannten Ausbildungsberufen. Mhm. Das ist auch ein Ziel, das wir uns gesetzt haben bei Trumpf. Und wir machen ganz gute Erfahrungen auch mit besonderen Arten von Behinderung. Sie haben sicher das Autistenbeispiel gelesen, das auch wir ausprobiert haben, was ganz hervorragend funktioniert hat. Ansonsten geht es aber quer durch die Palette. Wir arbeiten mit 2 Zentren zusammen für Behinderung und der Qualifizierung von jungen Menschen mit Behinderung und haben dadurch eigentlich einen ganz guten, starken Intake auch, also ein Hineinholen ins Unternehmen von diesen gehandicapten jungen Menschen. Mhm. Bei Ihnen? Ja, bei uns ist es einfach situationsbedingt. Wir sind natürlich nicht so groß wie Trumpf. Wir können das nicht strategisch machen, aber partiell natürlich. Also wir haben zum Beispiel Behinderten ausgebildet in der Konstruktion, also einen Rollstuhlfahrer. Das funktioniert hervorragend. In der Werkstatt ist natürlich irgendwann die Grenze gegeben. Wir bewegen ja schwere Massen, auch mit Kränen. Und dann muss natürlich schon von Sicherheitsaspekt alleine eine gewisse Beweglichkeit da sein. Das ist etwas schwierig.
Ja, könnten Sie sich vorstellen, dass über zusätzliche Unterstützung oder verschiedene Unterstützungsinstrumente, die auch über das Sozialgesetzbuch 3 beispielsweise möglich sind, wie assistierte Ausbildung, dass das den Anteil von Jugendlichen mit Handicaps bei Ihnen im Betrieb, im Unternehmen erhöhen würde? Also wir haben auch kaum irgendwie, wir bekommen auch kaum irgendwelche Bewerbungen von Behinderten. Also wir erfüllen schon knapp die Quote in der Summe, aber von der Ausbildung her eher weniger. Es sind oft natürlich Mitarbeiter, die dann irgendwann Behinderung kriegen und wir versuchen sie natürlich irgendwo weiter zu integrieren, aber von der Ausbildung eher wenig. Mhm. Ja gut, da sprechen Sie jetzt eher von Schwerbehinderung. Es ist ja so, dass viele Jugendliche eigentlich auch ja, die Behinderung, sage ich mal in Anführungsstrichen, psychischer Probleme mitbringen. Das nimmt ja sehr stark zu. Auch Lernbehinderung, in Anführungsstrichen meinerseits gesagt, taucht auf. Das sind keine Jugendlichen, die Sie ansprechen würden für eine Ausbildung bei Ihnen im Betrieb. Ja, auch solche haben wir in der Ausbildung. Also sowas haben wir schon auch in der Ausbildung. Ja. Passiert aber oft während der Ausbildung oder während dem Berufsleben dann auch. Ja, ja. Vielleicht darf ich Herrn Starke danach noch mal befragen, wie ist das bei Ihnen? Und ich würde vor allem auch noch mal den Blick darauf richten wollen, wir hatten in letzter Zeit ein paar Studien dazu, wo auch gesagt wurde, dass halt Lernchancen darin liegen in digitalen Lernformen, gerade für benachteiligte junge Leute. Sind Sie als Unternehmen in der Lage dazu? Sind Sie da ausreichend gerüstet, sage ich mal, um diese Sache auch aufgreifen zu können? Also zumindest sind wir als Bildungsdienstleister mit einer guten Infrastruktur, IT-Infrastruktur ausgestattet. Mhm. Und als Bildungsdienstleister sind wir aber auch diejenigen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Auftraggeber reflektieren. Das heißt, die Ausbildungsinhalte bestimmen die Ausbildungsbetriebe. Und so sollen dann auch die Wünsche und Bedürfnisse an uns herangetragen werden. Und wir orientieren uns mit unseren Bildungsdienstleistungen an diesen Wünschen. Mhm. Und dazu gehört auch die Digitalisierung. Mhm. Aber ich meine ja so von den Jugendlichen ausgehend, ne? Von den Potenzialen, die Jugendlichen mitbringen, das aufzugreifen eben mit digitalen Lernformen. Das wurde uns in letzter Zeit in Studien mehrfach so nahegelegt, dass gerade da motivationsfördernde Aspekte drin liegen für benachteiligte Zielgruppen. Hundertprozentig für diese Zielgruppe, aber auch für die Berufsorientierung. Bin ich wieder bei der Berufsorientierung. Je eher, desto besser. Denn ich hörte vorhin von der Frau Dr. Garbade wahrscheinlich eine Frage, warum eigentlich die Berufsorientierung so zielgerichtet? Weil es ermöglicht eine treffsichere Berufswahlentscheidung. Und dazu gehört auch die Digitalisierung mit eingeflochten. Das ist auch eine Forderung für uns. Deswegen kommen die auch erst in der 9. Klasse. In dem Moment, wo erst einmal die Grundlagen gelegt werden, über Stärken, Schwächenprofile zu sprechen. Und dann setzt sich der Bedarf Digitalisierung in der Berufsausbildung fort, zum Beispiel Mechatroniker. Mechatroniker ist sehr stark frequentiert mit einer Digitalisierung, Automatisierungstechnik. Und ich komme rüber zur benachteiligten Ausbildung, wo wir über Ausschreibungsverfahren diese Modelle des Integrativen, der integrativen Form sehr stark in Anspruch nehmen wollen, weil dafür die materielltechnische Ausbildung auch stimmt bei uns. Uns gelingt uns wesentlich eher, die Jugendlichen über die BAE bei uns aufzufangen als in den Betrieben, weil die Betriebe, das haben wir ja heute gehört, gar nicht über die materielltechnische und auch personelle Voraussetzungen verfügen, wie wir als Bildungsdienstleister. Und natürlich können wir viel, viel mehr auf die besonderen Belange dieser Zielgruppe Einfluss nehmen als ein Betrieb in seinem Geschehen. Danke sehr. Und abschließend nochmals Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Professor Solger. So wie es bisher diskutiert wurde, ist es ja eher, wir haben die jungen Leute in der Ausbildung und dann gibt es die Weiterbildung bezogen auf die Erstausbildung. Wir hatten hier aber auch Sachverständige, die gezeigt haben, also bestimmte Berufe, berufliche Tätigkeiten fallen weg, andere entstehen, sodass es für das Individuum bedeutet, dass es wahrscheinlich einen größeren Anteil an Personen geben wird, die während ihrer Berufskarriere wirklich die Berufsfelder wechseln würden. Und jetzt kann es sein, dass entweder Ihre Beschäftigten dazugehören, auch irgendwann mal in eine andere Branche zu gehen oder dass Sie aus Knappheit von Arbeitskräften möglicherweise auch Beschäftigte anderer Branchen
nehmen müssen, in Anführungsstrichen. Meine Frage, die sich daran anschließt, beschäftigen Sie sich mit diesem Problem oder mit dieser Idee des lebenslangen Lernens, dass also nicht nur junge Leute ausgebildet werden müssen, sondern möglicherweise auch Leute in den Mit-40ern? Oder wo würden Sie da Hindernisse sehen? Wo würden Sie dort Chancen sehen? Ich weiß, das ist ein bisschen spekulativ, aber gleichwohl natürlich, also jetzt, wenn man mal von der klassischen Umschulung absieht, gäbe es da interessantere Modelle, was man tun könnte. Würde mich interessieren. Also es ist ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen müssen, weil wir natürlich schon sehen, dass nicht nur durch die Digitalisierung einfach bestimmte Felder wegfallen und wir dann gucken müssen, wie wir, ohne die Menschen aus dem Unternehmen herauszuentwickeln, im Unternehmen etwas haben, wie sich jemand weiterentwickeln kann. Konkretes Beispiel, wir haben sehr stark in den Produktionsteilen durch Verlagerung, Wegfallen von so typischen Aufgaben, Fräsen, Zerspanung, Arbeitsplätze, die so nicht mehr existieren werden in der Zukunft. Es ist wichtig, das frühzeitig zu erkennen. Wir haben jetzt über ein Dreijahresprogramm, es geht, glaube ich, um 60 Mitarbeiter, über ein Dreijahresprogramm deren Qualifizierung angestoßen. Über alle Maßnahmen, die so ein Unternehmen bieten kann, mit ihnen zu gucken, wo sind die Stärken, welche Kompetenzen haben sie, was sind benachbarte Felder, in denen sie tätig werden können. Vielleicht auch noch, welche Ausbildung kann man machen. Also wir werden jetzt in einem Fall wahrscheinlich sogar eine akademische Weiterbildung für einen der Mitarbeiter haben. Das ist jetzt eher die Ausnahme in dem Sektor. Und ansonsten halt zu schauen, welche weiteren Tätigkeitsfelder gibt es, in die wir die Mitarbeiter hinein entwickeln können. Wir sehen das schon unter dem Stichwort lebenslanges Lernen oder auch lebens- und altersgerechtes Lernen, weil natürlich auch die Frage von Alter und länger arbeiten auch in dem Zusammenhang dazu kommt. Dort sehen wir auch Berufsgruppen, von denen wir wissen, dass sie ihren Job nicht über das gesamte Berufsleben ausführen können. Nehmen Sie typischerweise einen Servicetechniker, der schwerste Maschinen zu installieren hat. Bei allen technischen Hilfsmitteln ist es so, dass er über die Jahre und Jahrzehnte irgendwann so einen Job auch nicht mehr machen kann. Und hier haben wir einen Karrierepfad geschaffen, die rechtzeitig, bevor körperliche Beeinträchtigungen entstehen können, beispielsweise in den Innendienst zu versetzen, sodass er, und da hilft die Digitalisierung, Servicetätigkeiten über Augmented Reality, also virtuelle Brille, jemand anders ist vor Ort, der Kunde ist vor Ort, das dann entsprechend steuern kann, wo er selber bis gestern noch an der Maschine hätte stehen müssen und diese Arbeiten selber machen müssen. Das sind mal so ein paar Beispiele, wo man es auch sehr stark, finde ich, dran sehen kann, wie sich solche Veränderungen der betrieblichen Praxis auswirken. Ja, sowas machen wir natürlich auch. Also Servicetechniker ist so ein typischer Fall. Die Jungs fahren gern raus, solange sie jung sind. Wenn sie dann einmal später verheiratet sind und haben Kinder, dann ist das halt weniger. Und dann werden die einfach weitergebildet, meinetwegen zum Projektleiter oder, wie Sie gerade gesagt haben, zur theoretischen Fehlersuche. Das sind sozusagen firmeninterne Karrieren. Also das sind Mitarbeiter, die Sie haben und Mitarbeiterinnen, die von außen möglicherweise kommen. Und das sind eben dann auch eher Stellen, die Sie im Unternehmen haben, was für kleinere Unternehmen natürlich deutlich schwieriger wird. Ich hätte noch, die Frage, die ich habe, die hat sich angesichts der Zeit erübrigt. Ich hätte eine Frage, wie Herr Starke das hinbekommt, in überbetrieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten die technischen Voraussetzungen der Digitalisierung zu bewältigen. Unternehmen müssen das sozusagen qua ihres Produktionsprozesses machen. Bei so einer Ausbildungsstätten stelle ich mir das deutlich schwerer vor, dass nicht eine Veraltung von Maschinen etc. passiert. Dafür gibt es bei uns einen jährlichen Investitionsplan. Und ich vertrete nach wie vor das Motto, jeder Euro muss erwirtschaftet werden. Und das ist schon schwer genug, dem Stand immer permanent Stand zu halten, dem Wegstand zu halten. Wir sind diejenigen, die in 27 anerkannten Ausbildungsberufen ausbilden. Und da immer gleich pari mit der Wirtschaft mitzugehen, ist eine große Herausforderung. Deswegen kam mir meine Frage zurecht, auch wenn sie ein bisschen abgeschmettert wurde, Richtung Förderpaket Digitalisierung. Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragen, auch für die Einhaltung der Zeit. Natürlich Ihnen
Herr Hofmann, Herr Maaßen, Herr Starke, für die Antworten. Jetzt frage ich noch mal in die Runde und schaue in die Runde. Sind noch irgendwelche Fragen da, die jetzt noch zwingend gestellt werden müssten außerhalb unseres Schemas? Das sehe ich nicht. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die, wie ich finde, sehr erfrischende Anhörung, auch in diesem neuen Format. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben, glaube ich, sehr viele sehr konkrete Handlungsempfehlungen von Ihnen gehört, aus der Praxis heraus. Das war ja auch die Idee, Best-Practice-Modelle. Und Sie haben unsere Erwartungen, wie ich finde, nicht enttäuscht. Sie haben uns sehr viele konkrete Beispiele mitgegeben, auch sehr konkrete Handlungsempfehlungen. Und nun werden wir im weiteren Prozess versuchen, natürlich in der Diskussion diese Dinge dann auch in einen Abschlussbericht einfließen zu lassen, den Sie ja dann sicherlich auch mit Interesse lesen werden. Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie nach Berlin gekommen sind, aus unterschiedlichen Perspektiven hier berichtet haben. Ihnen persönlich, für Ihre Unternehmen, für Ihre Ausbildungseinrichtungen alles Gute, viel Erfolg in diesen etwas sich abzeichnenden, etwas schwieriger werdenden Zeiten. Und herzlichen Dank nochmal, dass Sie da waren. Ganz ja, Sie können ganz